Sehr auch interessant. Schauen wir mal, da hat gerade Fritz mir noch Links geschickt. So, wir bestellen die Grafikkarte jetzt direkt live im Stream. Oh, klar. Also, 40,90, wir machen so einen Shopping-Stream, wie es Montemann macht, ne? Kauft er sich Unterhosen für 800 € und so eine Scheiße. So, 800 also. Euro. Ja, ist das nur geraten, keine Ahnung. GeForce 4090 Non-Ti. Wer kauft sich denn Non-Ti? 1949. Schnapper. Hat ja leider schon Fritz gespaltet. So. 4080. 16 GB. 1449. Was? Dieser Unterschied? Oh, wegen 4 GB. Oh, fast 400 €. Warte mal, ich glaube, ich habe gelesen, dass die schwächer ist, die 12 Gigabyte. Also, obwohl, nee, das waren nur Gerüchte. Also laut Gerüchten meinten Der die, dass die 12 Gigabyte Version auch weniger Einheiten und sowas haben soll. hat gesagt, das ist 2 bis 4 Mal schneller, die 4080, als die 3080 Ti. Aus der Ja. 30er zu kaufen, so wollen wir nicht. Vorherige Generation kommen. Was ist das? Scam? Wieso will einer sowas noch kaufen? Was für ein Scheiß. Hier oben hier. More Power, alles Beste auf der Welt hier. Ja, vorherige Version kaufen. Na klar. Einfach fehlgeleitet hier. Generation, das braucht doch kein Mensch. Und wo ist die vor wo ist die. Haben Sie nicht die 70er noch vorgestellt? Nee, oder? Haben Sie das nicht auch? Ich hab doch das. Ich war Wo nicht ist denn da. die Präsentation auf YouTube? Weil da kann man ja spulen. Auf Twitch ist es noch shortly available, haben Sie gesagt. Einfach Nvidia-Channel. Hier. Das da, ne? Ich sehe noch DLSS nichts. 3. Ja. Das müsste ja gleich kommen. Oder war das schon? Ich weiß nicht, das war jetzt, das war halbe Stunde? Wann war denn das? Ich weiß gar nicht. Das war schon, es war ganz am Anfang, warte. Hier. Ah ja, okay, pass auf. Das ist Okay. die Berechnung mit den Shadern. Du musst mal schauen. Lass mal kurz laufen, wie ist es ja gleich? Wir haben Zeit für eine Verzögerung. Das ist die Ja, Berechnung von den Alten, das ist von den Neuen. Hier bei den Alten ist es so, dass es nur am Schluss ist berechnet wird, bei den Neuen fällt das zählt das zusammen vorher schon hier so. Hier, weiß ich nicht. Das ist schon alt neu. Oder es ist gleichzeitig, keine Ahnung. Irgendwie so. Hier. Da hast du die Vergleiche. Der das ist 1, der das ist 2 und der das ist 3. Obwohl ich jetzt da gar nicht so viel erkennen kann, anscheinend ist das einfach viel, viel mehr. Bei anderen Streams wurde schon die Abmaße verglichen. Die 4080 16 GB steht fest, 4080 12 GB noch nicht. Könnte heißen, die 16 GB gibt es nur als Vorderseite 12 GB Modelle von anderen Herstellern. Okay. Du So meinst wie ich das andersrum, oder? verstanden, so wie ich das verstanden habe, bringen die wohl jetzt erstmal keine 70er-Karte, sondern die 480 12 GB ist quasi die 70er-Karte. Die 70er bringen sie vielleicht erst viel später. So, das ist DLSS 1 4K 23 mit Raytracing. Dann kommt DLSS 2 62 mit Raytracing und mit Motion Vector hier. Das hat er irgendwie erklärt, habe ich auch nur halb hier. Und jetzt kommt dann DLSS 3. Da heißt normale Technologie vom 1 zum 2 Motion Vector und dann hat er noch hier Sequential 4K Frames. Ob Optical Flow Acceleration. Was auch immer das alles macht oder so. Auf jeden Fall hat er es erklärt, dass sie einige Bilder werden direkt encoded, andere werden vorberechnet, schätzungsweise, was dann kommen soll oder so. Also predicted halt. Sequenziell, ja, heißt wohl, dass der quasi nicht alle Bilder nimmt, sondern nur aus manchen Bildern und aus denen vermutlich
dann das die Glättung macht und dadurch, dass er nicht mehr alle nehmen muss, geht es dann wohl schneller vermutlich. Ja, So würde kann ich es sein. verstehen. Klingt logisch, aber ja, kann sein. Sie hat immer die höchste Zufall gestellt. Genau. Und dann später kommen die anderen, klar. Also einfach die 80er und 90er wurden vorgestellt im Endeffekt. So ist es ja auch gesagt worden. Ja. Also, sie haben ja gesagt, die ersten Gerüchte hießen, es kommen nur die 90er wird vorgestellt, dann die 80er erst, aber ja, sie müssen schon alles vorstellen. Der erklärt es jetzt nochmal, aber das ist nicht so wichtig. Und jetzt kann man gut spulen. Hier, schau mal, hier ist halt der Vergleich. DLSS ist off, Raytracing on, 24 Frames bei 4K. Ja, und jetzt die gleiche Szene hier mit DLSS 3. Das ist halt, ja. Immer noch so wenig Frames, ich will noch mehr. Was machen die Leute mit dem 240 Hz Monitor? 144? So, hier hast du dann den krassen Vergleich hier. Siehst du alles gleich dann? Ich habe ein bisschen. Ich glaube, das ist ein Delay. So, jetzt kommt dann der Flugsimulator mit Raytracing on. DLSS 2. Aber schau mal. Das ist, was mich halt ärgert. Die Performance ist halt krass mit DLSS, aber die Grundperformance nicht. Weißt du, was ich meine? Die Fake-Rendering-Auflösung ist halt stark, aber die Performance ohne diese Scheiße ist nicht stark. Also, die ist bestimmt stark, aber halt. Ich Weißt du, was ich weiß halt sagen würde? nicht. Es ist vermutlich jetzt 4K, nehme ich mal an. Ne? Ich weiß halt 4K, nicht, wie ja. gut 52 für dieses Spiel ist. Also, Keine Es Ahnung, sieht weiß ich nicht nach nicht. viel aus. Nee. Ist halt aber immer diese fade Beigeschmack. Also, du kannst halt eigentlich gar nicht mehr ohne DLSS arbeiten. Heutzutage. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Also das ist ja jetzt wirklich ein Ausnahmespiel. Das Spiel brennt ja wirklich jeden Rechner weg. Ja. Es ist halt immer dieses Dings da. Also du kannst halt gar nicht mehr ohne DLSS. Also die Zukunft ist halt auf diese, geht halt darauf hin, nicht die Performance von den Grafikkarten. Also die Grafikkarte ist bestimmt stärker, aber die haben jetzt die Performance nur von DLSS verglichen, glaube ich. Nicht die Grundperformance. Das Spiel Raytracing? Nee, hat's nicht, ne? Doch, hat's Doch, auch. doch. Das ist Okay. nur Raytracing mit Raytracing gezeigt. Darf man das Ah, sehen im okay. Stream, was die machen, was sie zeigen, ROG oder kannst du einfach sagen, was sie zeigen? Hier ist zum Beispiel hier wieder an aus 63 und 31, 4K. Jetzt was das jetzt halt Portal halt. Ja, Okay, aber 63 Bilder mit Raytracing in 4K, das ist doch vielleicht schon wieder ganz gut. Ich weiß es nicht, ich kann es gerade nicht einschätzen. Ich habe das Spiel nie gespielt. ja, ich auch nicht. Und das ist generell, weiß ich auch nicht. Hier Raytracing on, off. Es ist zwar schön, aber muss man jetzt alle alten Spiele nochmal mit Raytracing rausbringen oder was? Weißt du, was ich meine? Okay, ich denke mal, das haben die gemacht, weil es gilt ja als einer der besten PC-Spiele aller Zeiten. Ich denke mal einfach, das ist so ein. Ja, wie bei Minecraft Harriet, das hat halt Ja, aber seine kein Fans. 20 Jahre altes Spiel, Mann. Hier, Elder Scrolls, klar, was ist das für ein Gangster? Irgendein Elder Scrolls. Sieht nett aus. Ist Ich denke natürlich auch schon, dass er krass, die. aber weißt du, wie einfach es jetzt ist für die Hersteller massiv Kohle zu verdienen? Die sagen einfach bla bla bla, remastered. Lassen diese AI da Omniverse rüber, zack, remastered, fertig. So wurde es ja auch ähnlich gemacht wie bei GTA Trilogie, nur ging es halt komplett schief, weil da all die ganzen Bugs drin sind. Es kann sein, wenn die Grafikkarte optimieren, also die Grafik optimieren mit dem Omniverse, dass es halt einfacher ist, ne? Ja, aber das bei GTA haben die auch wirklich nur hingerotzt, ne? Das wirkt ja so ein bisschen, als hätten sie das Spiel danach nicht gespielt. Stormer, you have to wait for Skynet. Judgment Day will Ja, be soon. also ich kann mir. Also darf man auf andere Streams reacten? Ja schon, oder? Nur wenn es die erlauben. Ah. Wenn es so eine offizielle Vorstellung ist wie hier, ist was anderes, aber nur wenn es die erlauben. Kannst dort keinen anderen Streamer restreamen. Außer wenn es der okay findet. A suit of armor around the world. Ja. So.
Hier, also das ist zwar okay, weil mal kurz laufen lassen, eine Sekunde. Das sieht schon nett aus, aber. Ja, also die 12 GB-Version ist doch einen ganzen Ticken Ja, schwächer 403. als die Ach doch, große. okay. Ich dachte nur, Ding. Also die Speicheranbindung natürlich anders. Ja, Speicheranbindung ist tatsächlich dieselbe. Ne, ein bisschen weniger, doch stimmt. Muss ja, muss ja. Aber Kerne sind auch weniger drin. Okay, das ist aber sehr Hat auch. komisch. Das ist halt total blöd für Leute, die sich nicht auskennen. Ne? Wir sagen halt, okay, 12, 16 und so. Das ist halt total. Du kannst damit Leute richtig blenden, ne? Eigentlich. Also sagt er, ja, in der Werbung halt. Hier 380 ist dabei. Ne? Ihr könnt es teuer da Ja. verkaufen, sagen 380. Und dabei ist nur die 12 GB dabei. Ich denke da dann an diese ganzen Fertig-PCs. Dieses mit Werbung. 380 schreibt mal kein Ding hin. Nur so ganz klein, ja, 12 GB in Klammern oder irgendwo. Das ist halt nicht so offensichtlicher. Ja. Wenn sie statt 470 wäre halt dann klarer, finde ich. Ja. Und ich meine, es ist ja schon nice, aber das ist jetzt wieder so ein Ding, dass die Spielehersteller nichts Neues, sondern dass sie die alten Sachen nochmal rauskramen. Ich finde zwar Remastered schön und alles, aber ich möchte was gescheit sehen, weißt du, was Neues. Nicht immer diese alten Sachen nochmal. Obwohl die alten Sachen ja geil sind. Ich spiele auch ein altes Spiel nochmal bei Lich King und so, aber ja, das müssten sie machen. Ja, es gibt ja Raytracing für WoW, aber das ist so Omniverse über Lich King laufen lassen. Ah, Ja, ist kommt schon noch. nett und wenn das Auto, wenn das einfach autogeneriert ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das so gut funktioniert. Aber Das. was ich halt blöd finde, es sieht besser aus, was mich halt stört. Warte, ich sag's dir gleich. Hier. Es ist ein schöner, entspannter Raum. Etwas dunkel. Man kann sich da hinsetzen. Kerzen, alles ganz toll. So wie es vielleicht das Setting. Ich kenne das Spiel jetzt nicht, ich habe es nicht gespielt. Wie das Setting es halt so geplant hat. Und jetzt hast du das Ding, schau mal. Es ist Ja, die ein ganz Farbgebung anderer ändert Raum. sich halt, ne? Ja, die Komplett. Farbgebung ändert sich durch die Kerzen, ne? Alles, auch Aber das hier, schau Licht, mal, die das. Tore, alles ist komplett anders. Und ist das dann noch so vorgesehen? Schau mal, sogar die Farbe. Hier ist es so, was ist das? Grün, Ja, Moosgrün. Und das ist die jetzt hier Farbe so. ändert sich ja durch die Kerzen. Ja. Aber. Ich weiß nicht. Ich finde, die Stimmung ist eine ganz andere. Was ist denn dieses Ding auf dem Tisch? Ach so, macht dieses Teil, dieses Kästchen, da sah das vorher aus. Hier, das ist gar nicht da, guck mal. Das ist einfach ein ganz anderes Bild, schau mal. Das Ding ist hier am Tisch. Der Tisch ist anders. Ja, das ist, was mich halt manchmal so stört. Es ist einfach ganz anders, das Ganze. Also, ob das dann so gedacht war von den Leuten? Und hier hinten ist ist das Licht auch da hinten? Warte mal, schau mal, hier das Licht oben von den grünen Scheinwerfern. Okay, die Kerze ist ja fast ganz aus. Hier hinten, die ist gar nicht so stark. Die darf gar nicht so stark leuchten. Und warum kommt das Licht da hinten hin? Die Helligkeit. Hier ist doch nichts. Wo ist denn da hinten eine Lichtquelle? Schau mal. Hier, die Kerze ist ganz anders. Die ist viel heller. Und schau mal, warum ist da hinten so viel Licht? Natürlich ist das Photoshop. Natürlich tun sie das, dass es gut ist. Aber es ist ja ein ganz anderes Bild. Verstehst du? Es ist nichts. Und hier oben. Keine Ahnung. Und es sind halt mehr Lichtquellen vom Nebenraum und hinten Nebenraum noch Lichtquelle. Ich weiß nicht, also am Ende des Tages, glaube ich, Ich finde, sehen das das auch ist. nur Leute, die das schon mal gespielt haben. Ja, und ich finde, es ist nicht notwendig, muss ich ehrlich sagen. Ich würde es genauso fein ohne Ding. Ich habe es nicht gespielt und werde es nicht spielen, aber. Letzten Endes versuchen sie ja den Markt zu bedienen und der Markt hat ja leider diesen Remake-Wahn. Die Leute wollen das ja. Ja, klar. Also hier nochmal. 4090, 24 GB, da habe ich auch schon GDDR6 gesehen. 2 bis 4 Mal schneller als 3090 Ti. Das ist eine Ansage. Meine arme Das. Grafikkarte. Ja, also dieses zweimal dann halt in der Rasterleistung und das viermal mit Hier. den ganzen Extra-Effekten.
Was könnte da drin sein? Stromstecker oder was? Oder die Verbindung zu einer anderen Grafikkarte? Die Klappe, mein Fritz. Klappe, welche Klappe? Hier, so kann man so aufmachen. Da ist ja gar kein Platz. Ist das hinten, oder? Dass da im Gehäuse gar kein Platz für irgendwas. Und die haben den Stromstecker nicht gezeigt. Hat das schon Asus gezeigt eben? Gibt ja bestimmt auch gleich Bilder von Asus oder so oder irgendwo. Können wir ja gucken. Also, 12. Oktober available. Krass, Mann. Aber 2000 Euro sind dann manchmal noch teurer sein, schätze ich mal. Und das ist nur die Founders Edition. Die anderen kosten über 2. Schätze ich mal. Okay, dann schauen wir mal weiter. Ja, du liest es gerade vor. Macht ein komisches Gesicht und grinst. Du Scheiße, ich sehe gerade die Asus-Karte im Hintergrund. Das ist wirklich ein Riesenklopper, sage ich dir. Naja, das ist dreieinhalb Ding, so wie die 3090 Ti. Es sind ja die Karten, die schon seit August da. Nvidia will nur die alten Karten erst verkaufen. Naja, deswegen haben sie gesagt, bringen sie ja nicht raus, die neuen, bevor die alten nicht weg sind. Weil sie wissen, mit dieser Performance finden die alten keine Abnehmer mehr. Obwohl, hey, also 3090 Ti ist mega. Ist mega. So, also, es ist halt immer, kommt immer auf den Einsatzzweck an. Jetzt haben wir hier GeForce 4080, 2 bis 4 Mal faster, das ist anscheinend immer, überall steht das. 11, was haben wir vorhin gesehen? 1400 gegen 1100, ne? So ungefähr, fast 1500. Und die 12 GB, haben sie gar keinen Preis hingeschrieben hier. Aber die ist echt so viel schwächer? Betrug. Und das war's. Naja, was heißt so viel? Das sind von 9.700 runter auf 7.008, 7, von 9.7 auf 7.7 runter. Naja, 25% oder wie viel ist das? Ja, habe ich jetzt auch eben geschätzt, so 20, 25% höchstens. Ja. Ist halt Hier, da, guck mal, diese. schau mal jetzt. Jetzt ist das Finale. Oh, stopp! Ey, mal auf! Jetzt. Warum steht hier kein Starting? Warum steht kein Starting bei 3080? Ja, die waren ja auch so teuer. Starting Egg 899. Ach, das ist die große und die kleinere nicht, steht nicht. Also, okay. Mal Nee, das ist die gucken, kleine ob hier was steht. 12 GB, schätze ich mal hier. 4080, ne? Die 12er. Die andere war 1100 oder so. Heißt diese Generation jetzt doch schon Lovelace? Okay, nee, dann habe ich vorhin einen Namendreher gehabt. Mal gucken, ob hier was zum Release steht. Hier, da. Full Raytracing, New Raytracing Core, Shader Core, New Tensor Core. Okay, das ist ja klar, das ist ja immer. DLSS 3.3.0, aber dass DLSS 3 nicht mit dem alten kann, Shader Execution Reordering. Was ist jetzt eigentlich mit Alpha 1? Hier der Vergleich anscheinend zwischen den beiden oder was? Neue Streaming-Multiprozessoren, bis zu zweimal mehr Leistung und Energieeffizienz. Sensor-Dinger, achso, mehr, das geht gar nicht hoch runter, oder doch? Ah, schau an. Microsoft bla bla bla. Die obere ist die 4080, die helle und die dunkle ist die 12 GB, die gleiche Karte. Und dann die 3080 Ti. Warum nehme ich die 3090? Das ist doch nicht gar nicht 2 bis 4 Mal stärker. Das ist nicht einmal zweimal, wenn das nicht ausgefüllt ist. Zumindest beim Warhammer. Da ja auch nicht. Guck mal. Schau mal. Die sagen, die 4080 ist 2 bis 4 Mal schneller als die 3080 Ti. Hier steht das Gegenteil. Weil dieser Strich müsste ja hier drüben sein. 3 Mal. Hier ist gerade mal zweimal. Schau. Bei Cyberpunk. Schau mal. Nur weil es bei einem Spiel so ist.
ist es jetzt überall ja, so. Nee, nee, nee. 2 bis 4 Mal. Die vergleichen, die Angabe im Video war auf die 380, denke ich. Nee, 380 Ti gegen die 480 haben sie verglichen. Ja, also hat er gesagt. Ja, das war safe, so hat er gesagt, ja. Ja, gut. Aber das stimmt ja auch bei Cyberpunk, schau. Das ist einmal, zweimal, 2 bis 3 Mal, nicht 2 bis 4. Dieses mit den 2 bis 4 Mal, das ist einfach nur. Cheat. 12.900K haben die das verglichen. 32 GB RAM? Okay. Ja, es ist halt. Im Endeffekt ersetzt die eine Karte die andere und sie ist einfach besser, viel besser, scheint. Und die Raytracing-Kerne sind halt jetzt in der dritten Generation, die sind halt nochmal krass optimiert worden. Das ist schon stark. Das ist schon geil. Oha, aber das Port sieht schon gut aus. Auch wenn es jetzt ein altes Spiel ist. Ich habe mal verglichen die Game Ready Driver gegen die anderen Treiber, ne? Ich habe mal Benchmarks gemacht. Und du hast schon viel weniger Frames mit den Studio-Treibern als mit den Game Ready Driver. Ich habe das verglichen mit 3D Mark, mit Heaven Benchmark und so weiter. Und habe auch Screenshots gemacht, falls irgendwann mal leckt im Stream. Zeigen, liegen hier. Aber hat sich noch nicht ergeben, ist auch nicht so schlimm. Ja. Also ich habe gerade das Bild da oben gesehen, als du runtergescrollt hast, das sah schon schön aus. Das sah natürlich krass aus. Für die Leute, die es nie gespielt haben, ist das jetzt natürlich eine schöne Sache. Ja, klar. Ich werde es jetzt deswegen nicht nochmal spielen. Ich werde es gar nicht spielen. Schau mal an. Aber hier ist das Wasser so matschig, vielleicht so gewollt, und dieses Meer so klar. Und hier ist das Rohr so transparent und mit Raytracing ist es ganz da. Das war, glaube ich, auch nicht gewollt. Ich finde, dass die Welt zu sehr verändert wird. Weißt du, was ich meine? Hier, ist es. Schau mal, da ist ein ganz normales, so hinten dieses, dieser viereckige Box da. So grau, ganz entspannt, so richtig schön klar. Und hier ist ja die Box auch nochmal hier. Und jo, hier. Weil mich juckt das nicht. Ich finde es wichtiger, dass es besser aussieht als vorher, ob das jetzt so haargenau getreu ist wie das alte. Ja, aber das, du wüsstest doch gar nicht, wie es aussieht, wenn du jetzt nicht den AB-Vergleich hättest. Wenn du es jetzt spielen würdest, wüsstest ja, du nicht, wie es vorher aussah. Ja, na klar, aber ich meine jetzt nur, es ist halt einfach anders. Weiß ich ja nicht, ob das jetzt so. Hier technische Daten 1216 GHz 2526 und hier, gut, das ist schon deutlich. Boah. Okay, das ist wirklich so wie eine 3070 oder wie eine 3080 Ti Non-Ti. Ja. Ja. Und wie viel hat dann die 4090? Hat jetzt über 10K also, oder was? Meinst du, die machen das? Ja, genau. Meinst du, die machen das, damit sie die einfach nochmal ein bisschen günstiger machen können? Ja. Weil die sonst zu teuer wäre? Ja, Einsteigerkarte. Also, das ist vielleicht die neue Einsteigerkarte und vor der 4070 oder so. Ich glaube, aber die wenigsten geben 1100 oder 1200 Euro für eine Grafikkarte aus. Mich stört halt einfach nur, dass es die gleiche Grafikkarte ist, weißt du? Also die gleiche Bezeichnung. Wir hätten es halt trotzdem 4080 oder 4080 Ti nennen können. Bei Ti sieht man was. Jetzt heißen halt beide 4080. Das ist marketingtechnisch halt super für die Firmen, die so ein bisschen Scam machen. Was oder so, ne? Wenn das halt daneben steht mit 12 und 16, so offen wie hier. Aber nehmen wir mal an, du kaufst das und weißt nicht, es gibt eine 16. Steht einfach 12 dabei und dann fragst du, ja, 12, ja klar, 12 GB. Ist geil, toll. Weiß ich nicht, Digga. Okay, beide kommen raus hier. Aber das, der Preis ist ja schon krass. Aber gut, das ist ja auch, es ist ja auch fast ein Drittel schwächer. Ist ja auch okay. Ich will das mal von der. Ja. Genau das habe ich gemeint, Fritz. Genau das habe ich gemeint. Diese, ich wollte jetzt keinen Hersteller nennen, diese System-Fertig-Builds von den ganzen, Firmen. Also im Prinzip würde ich dir recht geben, wenn das eine schwache Grafikkarte wäre, aber in dem Fall sind die ja beide eigentlich
Die sind beide Porno, aber das ist der gleiche Name. Es ist halt ja so wie ein Auto. Du kaufst, also keine Ahnung, BMW 320 also, mit mehr und weniger PS. Dann heißt er halt dann 325 vielleicht. Also heißt er beides mal 320, keine Ahnung. Du hast halt ein Auto Golf, mit verschiedenen Motoren. Ne? Den Golf gibt es auch in mehreren PS-Stufen. Also früher war das mal viel schlimmer. Da hast du, da standst du vorm Regal und dann war da eine 4 GB und eine 8 GB Karte. Und die 8 GB haben sie eigentlich nur draufgepackt, weil die Karte so scheiße war, dass man sie sonst nicht hätte verkaufen können. Da hat man diesen Trick angewendet, mehr Speicher drauf zu machen, damit die Leute denken, ja, mehr RAM ist immer besser. Und dann haben sie die gekauft und sich eigentlich nur Schrott geholt. Ja. Aber in dem Fall ist es ja eher so, du gehst in den Laden rein und willst du 1500 ausgeben, holst du halt die große, willst du weniger ausgeben, musst du eher die kleine holen. Ja, klar, klar. Ja. Aber du weißt schon, was ich meine, das mit der gleichen Bezeichnung, wenn sie jetzt 470 geschrieben hätten. Ich glaube, das ist so ein bisschen von Apple abgekupfert. Die Namen sollen möglichst einfach sein. Die kann doch nicht 16.000 CUDA-Kerne haben. Wie viel Stärke ist die denn gegen die 480? Pick also dich. Wie viel hat... 16.000! Ja, oh. 16.000 gegen 9.700. Wie viel? Und stell dir mal deine TI vor. Mit 18.000 dann. Die hat dann, ja. Aber ich glaube, diese fuck die Wander, diese bis zu viermal zählt auch mehr für die 90er. Also, die wird noch mal eine ganze Ecke drauflegen. Okay, das... Als ich das hier gesehen habe, 9,7, 7,6, dachte ich halt, die 4090, oh, keine Ahnung, so 11.000, ne? Und die TI dann vielleicht 14. Aber jetzt kommt schon die Non-TI, ich nenne einfach mal jetzt Non-TI schon, mache ich immer so gern. Jetzt kommt die schon mit 16.000. Boah. Alter. So, warte mal, das ist dieser normale Stecker, okay. Wo ist diese Klappe? Die ist ja gar nicht. Wow. Wow, wow, wow. Achso, Stream weiß ich nicht, ob ich jetzt öffnen soll von ROG. Das ist Nvidia Creative AT, hast du mir noch geschickt. Hast du nicht irgendwas mit Alpha 1 geschickt? Nee, oder? Bla, GeForce. GeForce News Creation. Ist irgendwas mit AV1, Fritz? Sehen wir das mir noch hier geschickt? 12 GB. Creativity at the end of the light. GeForce RTX 40 Series Graphics. Schon, gell? Das hast du dabei Notebook Check Listing heißt. Ja, und wenn ich das so mit den Leaks vergleiche, würde ich sagen, die allermeisten Leaks waren einfach alle Schwachsinn. Natürlich waren ja. Mein Leak war richtig, dass es erst im Oktober kommt alles. Das war mein Leak. Ja, ich glaube, die wirklich, wirklich einzigen Leaks, die wirklich am Ende funktioniert haben, waren die letzte Woche rauskamen oder die letzten Wochen. Die habe ich nicht mehr gehört, weil sie anscheinend schon fertig waren, die Sachen jetzt. Ne? Jetzt war ja fix, kann mich nicht mehr erinnern. Da ansonsten ist das auch alles fast Schwachsinn gewesen. Der Stromverbrauch stimmt nicht. Die Preise haben sie nichts gesagt. Die neue Architektur RAM ist gleich, gell? Ja. Die neue Architektur soll in Verbindung mit der fortschrittlichen Fertigung mit einer... Warte, ich muss kurz husten. Strukturbreite von 4 Nanometer eine bis zu 100% bessere Effizienz erreichen. Der neue Dual-Video-Encoder NVENC soll Videos in der Hälfte der Zeit exportieren. Boah, leck mich am Arsch. Während AV1 unterstützt wird. Wie einfach so im Nebensatz, oder was? Das ist eine der größten Innovationen überhaupt. Einfach so im Nebensatz. Wie jetzt? Hä? Ja, du Jens, ich habe heute Eis gegessen. Das war ultra geil, super geil und richtig super mit Geschmack. Und das Beste, als ich hier gegessen habe. Und nebenbei habe ich 1 Million gewonnen. Ja. Also, diese... Nebenbei hast du was?
Eine Million gewonnen. Ja, ich nehme Million gewonnen. Krasses Eis gegessen, super geil, noch nie da gewesen, nebenbei eine Million gewonnen, so am Nebensatz. So kommt mir das gerade vor. Ja, also ich finde, das Eis ist das Wichtigere von dem Ganzen. Aber klingt gut, doppelt so schnell und dann noch AV1, so im Nebensatz. Das ja. Krasse ist ja... Also hätte ich nicht mit gerechnet, dass die das jetzt schon einbauen. Das Krasse ist ja, denn der neue NV-Ink ist halt noch verbessert worden, also NVIDIA-Encoding. Plus AV1 noch. Ja, in den meisten Spielen 4090 mit 100 Bilder pro Sekunde. Ja, kannst du dann auch immer, ne? Nur mit DLSS und vielleicht die Auflösung angepasst oder so. Ja. Ich meine, nicht die Auflösung angepasst. Vielleicht die Grafik noch ein bisschen verändert. High, low und so ein Scheiß, meine ich. Aber, also ich muss dir sagen, ich finde es toll. Sowas, nachdem du mir gesagt hast, 4 Nanometer, habe ich sowas erwartet. Ja, also wir haben ja damit gerechnet, dass es ich hatte gerechnet, dass bis maximal doppelt so schnell. Gut, aber es ist jetzt auch nicht doppelt so schnell, je nach Spiel und je nach Anwendungszweck. Ja. Ja, also ich dachte mir so, die basteln ja einen neuen Chip. Der Chip hier ist ja im Grunde genommen nur so eine abgedatete Version vom letzten. Und dachte ich mir, ja komm, die legen bestimmt ordentlich einen drauf und versuchen dann mit der neuen Generation dann durch Optimierung wieder noch was rauszuholen. Der Takt, ich glaube, da wird noch mal einiges gehen in der nächsten, bei den 5000er Karten. Der Takt ist gar nicht so hoch. Nur 2,5, 2,6 dafür ist die Effizienz besser wegen 4 Nanometer. Ja, genau. Aber ich glaube, den Takt könnten sie auch noch höher drehen, wenn sie wollten. Da haben sie ein bisschen gespart. Speicherbrandbreite kriegen sie bestimmt auch noch hoch bei den nächsten Karten. Da dürfte auch noch was geben. Hier, AV1 and Dual Encoding Support will be enabled by top editing apps that gamers utilize. Also bei DaVinci Dual Encoding heißt es... Also heißt es mit zwei heißt Karten? Ja gut, das geht ja eh bei diesem Schnittprogramm, kannst du dir 5 Karten machen, das geht alles, aber ich verstehe das, ich bin nicht sicher, wirst du vielleicht weiterlesen. Es nutzt NVIDIA Ink und AV1 gleichzeitig oder was als Support. The top video app editing in China accept dual encoder and AV1 availability for these apps in October. And we're working with popular video effect app Notch to enable AV1 and Topaz to enable AV1 dual encoder. Dual encoder? Wie verstehe ich genau? AI tools also changing the speed at which video work gets done. Okay, AV1 delivers fast encoding for live streams. The open video encoding is something, das kennen wir ja schon, das ist krass. Das, for live streamers, genau, delivers 40% better efficiency, this means live streaming will be bla bla bla, 40%. Das haben wir ja schon alles gesehen. Add support for advanced features like high dynamic, genau, HDR. Ist das schon im neuen OBS? Ich hab mich noch nicht getraut, mein OBS zu updaten. Es gibt schon das neue, ne? Das, was die ganzen Features hat. Nee. Ich habe mich noch nicht getraut, weil ich habe Schiss, dass es läuft hier bei mir alles super. Es ist ja jetzt nichts, was die da haben, was ich jetzt brauche. Das Ding läuft, ich habe das alles nochmal neu installiert, habe das alles so aussehen lassen wie früher. Läuft halt. Das Einzige, was bei mir nicht geht, die Wasserpumpe ist kaputt würde ich sie nicht nennen, sie ist laut. Wenn sie eine bestimmte Temperatur erreicht, macht sie... Auch jetzt im Hintergrund ist das so laut. Es ist meistens so, wenn sie etwas kühler ist. Ich glaube, da wird sie langsam ich weiß nicht, ob es dieser... Die Wasserpumpe hat drin so ein Ding, wo sich so dreht, so ein kleiner Lüfter. Und ich glaube, das geht halt nicht immer ab. Temperatur ist perfekt, auch bei 100% Auslastung. Es ist total kalt, aber es ist halt, ist total laut, sage ich dir. Ich müsste die Lüftersteuerung so einstellen, dass immer diese Temperatur bleibt. Also wenn es kühler wird, ist es laut. Wenn es leiser wird, hörst du nichts mehr. Musst du mal schauen. Wasserpumpe. Ich habe diese Dichter ausgepackt mit dem Video, die von Enermax, glaube ich. Die 240 habe ich da reingequetscht ins Gehäuse. Okay, hier.
New AI Benefits. Das klingt auf jeden Fall schon alles so wie bei Intel, so ein bisschen jetzt mit plus so und so viel Prozent hier und da und dies und jenes. NVIDIA Broadcast App Transforms Any, das weiß ich. Und was ist jetzt hier neu? Voice Chats, Video und AI. The popular virtual background features now includes temporal information, so random objects in the background will no longer create distractions by flashing in and out. Will be available in the next OBS version. Okay, das ist geil. Stimmt. Und diese Sachen sind da jetzt direkt in OBS drin. Du brauchst nicht mehr das NVIDIA Broadcaster Tool mit der neuen. Also die bis jetzt halt schon da sind. Face Expression Estimation, this is a new feature that allows apps to accurately track facial expressions for face meshes. Hier, das ist das sogar. Guck mal, even with the simplest of webcams, it's bla 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 beneficial to VTubers and can be found in the next version of VTube Studio. Macht dann dein Gesicht und legt Mesh da drüber und... Im Endeffekt eine bessere Gesichtserkennung und Optimierung oder so. Eye Contact allows creators like podcasters to appear as VTubers. If they're looking directly at the camera. Highly useful for when the user's reading a script or looking away to engage with viewers in the chat window. Aha. Okay, dann ändert sich es auch noch mit Augen. Also im Endeffekt bessere Kopf-Tracking-Software, optimierter noch. Und du kannst dann das Mesh übersetzen für die VTuber. Das ist, was wir eigentlich wollten, oder? Was ich ja gesagt habe. Ja, das probiere ich auch mal aus. Gucken, wie das funktioniert. Cool. Als nächstes mache ich auch so eine Präsentation über NVIDIA mit einer Lederjacke, aber als VTuber. Okay, nice. Fuck, haben wir einen Link bekommen. Die Asus-Karte. Naja, okay, bin ich ja gespannt. Das ist mal alles offen für weitere Recherchen. Ich habe da eben eine 5-Slot-Karte gesehen. Das sah ganz schön monströs aus. Ich habe doch gar keine 5-Slots. 3,5-Slots steht hier. Was? Da waren doch keine 3,5-Slots. Das sah so riesig aus. Ich hätte jetzt gedacht, das wären 5. Naja, im Vergleich zu deinem... Es sieht alles riesig aus, Kappa. Noch nicht 10 Uhr. Asus. Ich weiß nicht genau, bei manchen Herstellern ist der Chip komplett offen hinten oder das Ding und bei anderen ist es komplett full covered. Warum ist es mal so? Muss man da die Abwärme nicht wegtun? Das sieht aus wie so bei Cyberpunk, irgendwie so ein Stück von einem Gebäude irgendwie hier mit diesen LEDs da. Hier ist der Stromanschluss. Es ist aber noch ein anderer, ist nicht dieser 10-Pin da. Ach, das ist nicht der Stromanschluss, das ist ein extra Kontakt, wo die Klappe ist bei den anderen. Der Stromanschluss ist hier. Ja, guck mal, hier sind die Pins noch. Hinten, ja. Das ist ja gar nicht so übel. Nee, Quatsch, der Stromanschluss ist da oben in der Mitte. Ja, das ist der neue. Also ein 3,8er kannst du dann adaptieren. Das funktioniert ganz gut. Oha. Aber die müssen ja wissen, für was das ist. Ha. Das sieht aber so aus wie ein 3090. Das ist jetzt nicht größer oder kleiner. 3090 Ti Größe. Okay. Ist auf jeden Fall ein Oschi. Das ist halt nur so massiv wegen der... Das ist so eine Box. So eine Tupperware, wo du aufmachst und was reintust. Einfach da aufmachen. So mal Schinken da rein. Ich meine, der hat das Ding ja... Im Video eben hat er das in der Hand gehabt. Und das war halt wirklich... Hier steht... Flatschen. Hier, der hätte auch Fitness mitmachen können. Ultra powerful like 49, we wanted to go further than a large heatsink and vented backplate. So we rebuilt the heatsink design from ground up. Nochmal neu, warte, kurz husten. Sorry, muss ich mal husten, muten. With a new vapor chamber, more than 30% more surface area. Also mehr 30% mehr Auflegefläche, oder? For heat dissipation. Than the previous generation. Also mehr, ja. Okay, this is an order in the vapor chamber, however, okay. Muss ja auch. Die Dinger verbrauchen ganz schön viel Strom. When subject to 500 watt terminal loads, this potent pairing allows for 5 degrees cooler temperature with a, okay, conventional.
Vapor Chamber Design. Also Vapor Chamber Design nennen die das bei Astros anscheinend. Komplett neu entwickelt hier. Und mehr so 30% mehr Auflagefläche oder irgendwie so. Ich weiß auch nicht genau, mehr so übersetzt, aber ich weiß schon, was damit gemeint ist. Also oben steht 3,5 Zoll. Das, ja, das sieht okay aus. Also entspannt. Ja, von oben sieht das echt brutal aus. Gibt, ja, ja, gibt dieses neue ATX 3.0. Das muss einen gewissen Max-Watt-Wert haben, den es einfach mal kurz geben kann. Weil anscheinend haben die so eine kurze Überspannung, die Karten, dass sie auf einmal, ich weiß nicht genau, so war es 3090 Ti, ist es auch so, die verlangen ganz normal 300, 400 Watt, auf einmal, zack, müssen sie auf 800 gehen. So ganz neben Nanosekunde und dann kann es abstürzen, wenn das Netzteil nicht kann. Und das ist bei einem 3, der ATX 3 halt so vorgesehen, dass es so ist. Das kann das halt bewältigen, diese kurze Power, warum auch immer. Ja, okay. 10 plus 4 hier. Ja, okay. Schöne Sache. Schöne Sache. Da wird sich jetzt AMD mal hier. Hey, warte mal. Nackt anziehen. Da stand es gerade. 3 bis 5 Slots. Ja, das ist die oder alte 3, auch. 3,5. Achso, 3,5. Ah, ja, 3,5. Okay. Nicht nee, AMD nackt anziehen. Was wollte ich sagen? Wie hört sich das? Warm anziehen müssen. AMD zieht sich jetzt nackt an. Warm an. Ja, AMD hat ja Nachteil. Die sind ja nur auf 5 Nanometer, ne? Okay, da sind sie schwächer, ne? Bei. Diesmal ist es anders, doch. Bei CPU ist ja bei Intel ist ja Intel hinterher. Mhm. Genau. Was die Nanometer angeht. Bei der letzten Generation war ja Nvidia auf, ich glaube, 8 und AMD war auf. So, Military Fashion schreibt nein. Ist AMD auch auf 4? Naja, also Nvidia hat, soweit ich weiß, Milliarden extra gezahlt, damit sie diesen 4N Plus Dingsbums kriegen. Also sind diese 4 keine echten 4, meinst du? Oder bei AMD oder wie? Es ist bei Nvidia ist das so eine Art 5 Plus. Ach so. Also das hast du mir mal erklärt, ja. Das ist ungefähr das ist wie so bei Intel. So Intel, ja, genau. Ist auch so. Genau. Haben wir auch schon mal geredet. Und Nvidia hat diesen 4er und AMD hat diesen 5er. Nvidia hat wohl Milliarden dafür springen lassen, dass sie diesen 4er kriegen als erstes. Die haben, also ich schätze mal, dass ein Teil davon 4 ist, nur ganz vielleicht ein ganz kleiner Teil und der Rest ist 5. Deswegen könnte es als 4 ausweisen, also ausbeschriften, also auslegen. Ne? I don't know. Es reicht ja schon, wenn von diesen 8 Dingern ein kleiner 4 ist, der Rest sind 5 und dann können sie sagen, hey, das ist 4. Also, kann ich mir vorstellen. Du wirbst ja dann mit dem Kleinsten. Ja, ich bin mich damit nicht so beschäftigt. Diese Fertigung ist halt auch ultra komplex. Also ja, das geht da jetzt auch da in die technische Richtung, da explodiert dir der Kopf. Ja. Ich frage mich sowieso, wie die das hinkriegen. Ich hätte nie gedacht, dass wir überhaupt mal die 3 erreichen. Und jetzt haben sie ja schon die ersten 3er-Chips draußen. Ich glaube, bei Apple. Heftig. Ja, dann. Aber es wird auf jeden Fall nicht günstig, ne? Das war abzusehen. Aktuell wird sowieso alles 10-20% teurer. Das macht Euro aber. Ist schwach. Das macht aber AMD auch. Geht doch teilweise zu TSMC oder ist es Intel, wer darüber geht? AMD ist eigentlich die ganze Zeit TSMC. Achso, dann. Nvidia war jetzt zuletzt bei Samsung gewesen. Deswegen hatten sie waren die Chips ja nicht so klein wie das TSMC von AMD. Weil Nvidia hat ja bei Samsung die Chips machen lassen. Und jetzt gehen wirklich alle auf TSMC, inklusive Intel. Krass, oder? Weil die halt doch stark sind. Was gibt es noch für. Was ist denn das? Was ist die Konkurrenz für TSMC? Mikro? Was ist noch für eine Firma, die das macht? Wo waren die denn? Bei sich selbst?
Eigenkreation, so wie bei Intel oder was? Wo gehen denn die anderen hin? Also, was ist denn Samsung? Na gut, Samsung ist ja was anderes zu tun, oder? Also es gibt schon noch einige Fertiger. Eigentlich ursprünglich war ja mal Global Foundries oder wie die Firma sich nennt. Das war ja mal die Eigenfirma von AMD. Aber AMD hat die ja dann irgendwann abgestoßen, weil die Firma nicht mithalten konnte mit Gibt es TSMC. nicht eine Firma, die heißt Microsystems, Micro, auch sowas wie TMC? Nee, oder? Microsystems ist ja eine amerikanische Firma. Das ist ja, die haben ja früher auch so Soundkarten und sowas gemacht. Oder Micro. Ja, wie hieß die Microsoft? Ich weiß nicht, also auf jeden Fall, es gibt noch sowas für TMC. Okay. Ja, AMD selber, Intel auch selber, ne? Also Intel immer, okay. Also aber wenn TSMC so krass ist, na klar, warum soll man nicht da hingehen? Wo ist denn dieser Link, wo die ganzen Preise nochmal stehen? Ja, selbst die Prozessoren wird jetzt Intel teilweise dort fertigen. Zumindest Teile davon. Ja, reicht ja, wenn sie einen Teil davon fertigen und den Rest machen sie dann bei sich, dann ist es nicht ganz so teuer für die. Genau. Ja, was soll ich sagen? Ist schon stark. Applaus für Nvidia. Hat wieder mal was Heftiges gezeigt. Nun war es mir halt zu viel Industrial Show-Dings da, aber das ist anscheinend heutzutage ist es gemixt, ist es halt in einem. So Investoren-Konferenz mit für Normalsterbliche. Auch noch. Echt krass. Aber was ich gehört habe wegen TSMC, die haben einige Bestellungen wurden von den großen Firmen wieder ein bisschen reduziert. Naja, Military Fashion, ich mache jetzt nicht wegen den Europreisen, ich sage jetzt wegen der. Das mit den Europreisen hat mit mehr zu tun auf der Welt. Ne? Keine Ahnung, immer noch. Ne, was auf der Welt los ist. Man weiß es ja, hier Krieg, da Corona, dies, das. Das ist halt dann. Dafür kann jetzt Nvidia auch nicht unbedingt was. Und wir sind auch schuld, weil wir haben trotz diesen steigenden Preisen, wegen vielleicht verschiedenen Sachen, unter anderem auch Mining, haben wir trotzdem gezahlt. Und dann Ja, und man natürlich darf richten sie nicht. sich jetzt an die jetzigen Preise. Also die Preise sind ja klar, es richten sich an den jetzigen Markt plus Aufpreis. Noch was? Ja? Genau. Man darf nicht vergessen, dass die neuen Chips halt wieder teurer sind, ne? Die neue Fertigung kostet wieder mehr Geld. Das ist kein Geheimnis, dass die Preise Ja. steigen bei den Chips. Das ist also nicht nur Nvidia, die jetzt irgendwie mehr nimmt, sondern auch TMCM, TSCM. Auch die wollen mehr Geld für eine kleine Fertigung haben. Das Neueste kostet immer mehr. Naja, na klar. Ja, also ich finde es geil. Ich habe Applaus war jetzt dafür gedacht, dass dass wir Technik sie jetzt gemacht haben, dass es wieder so stark und schnell ist. Dass DLSS 3.0 nur auf den 3ern geht, auf der 4er Generation geht, finde ich auch so ein bisschen eine Schweinerei. Aber ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Vielleicht brauchst du diese neuen, naja, CPU-Architektur, Computer, AI, Fick-Fack. Und die hat das, die haben das, die 3er vielleicht nicht, obwohl sie ja doch haben sollten, ist ja nur verbessert. Aber ich weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus, aber das ist halt schwierig, ne? Ja, natürlich sind wir in 10 Jahren bei 5.000 Euro. Und in 10 Jahren kaufst du auch einen Liter Öl für 200 Euro oder 500 Euro. Ja. Irgendwann bricht das ganze System zusammen. Also, keine Ahnung. Entweder die Leute kriegen dann auch so viel mehr und das ganze System bricht zusammen und dann gibt es halt diese typische Wirtschaftskrise oder was auch immer da kommt. Oder es kommt was anderes auf der Welt. Weiß ich ja nicht. Das ist halt schwierig. Und ich glaube, da können wir jetzt noch gar nicht genau sagen, wie das sein wird, aber es hoffentlich kommt das nicht so. Erinnerst du Weil es dich ist noch, was halt, eine Kugel Eis gekostet hat? ja, keine Ahnung, Bei uns hat die 10 damals Pfennig, 10 20 Cent. Pfennig, ja, Pfennig, ne? Ja. Ja, weiß ich ja, klar. Heute zahlt sie 2, 3 Euro für eine Kugel. Ja. Es ist ja nicht so, dass Grafikkarten nur teurer werden, sondern es wird alles immer teurer. Genau, neu muss nicht teurer werden, neu könnte eigentlich gleich wie die alten sein und die alten könnten billiger werden. So war es ja auch eine Zeit lang. Aber jetzt durch diese Weltveränderung, sage ich jetzt mal, und ins Detail zu gehen, ist es halt schwierig. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass diese Krise, wie wir sie haben, sage ich mal, im Nahen Osten halt, was auch immer, bisschen auch ausgenutzt wird, dass alles teurer wird. Ob das jetzt so ist und so sein muss, weiß ich nicht, aber ich finde es halt krass, dass sich einfach Preise
Ich verstehe das Ganze, dass sich die Preise verändern müssen, langsam hoch, aber einfach von jetzt auf gleich, zack, verdoppeln. 100% mehr. 100% mehr. Das ist halt, ohne mit der Wimper zu zucken, wir Sachen einfach zack, 100% mehr. Ja, dass wie meine Spaghetti. Sie kosten jetzt auch 1 Euro anstatt 50 Cent. Krass, gell? Dass Inflation es gibt hier, da, bla, blub. Kenne ich, habe ich gelernt in der Schule, damals schon und so, ne? Kenne ich alles, aber das ist ja ein langsamer, fortschreitender Prozess und dein Gehalt wird ja auch um so 3% pro Jahr, glaube ich, auch erhöht manchmal, um Gehaltserhöhung, allen drum und dran. Inflation ist zwar vielleicht höher, aber das gleicht sich ja nie aus, aber so krass, wie es jetzt ist, ist es einfach heftig. Du kriegst jetzt nicht auf einmal zack 100% mehr Geld. Nein. Woher auch? Heute habe ich gelesen, dass eine Familie letztes Jahr 80 Euro Abschlag für Heizung bezahlt hat und dieses Jahr haben sie eine Rechnung bekommen, sie sollen jetzt 800 Euro zahlen. Also von pervers, 80, ne? Auf 800. Genau, Military Fashion. Und das ist keine Rechtfertigung. Ist es nicht. Deswegen habe ich gesagt, es ist keine Rechtfertigung. Also wir rechtfertigen sowieso und nichts, wir erklären es nur. Ja, wir erklären es nur. Und im Endeffekt, das, was du schreibst, dass wir es nicht kaufen, werden wir irgendwann automatisch nicht mehr. Weil wir es nicht haben, das Geld. Also das wird automatisch kommen. Weil siehe die Grafikkarten vor einem Jahr, Bitcoin, dies, das und was weiß ich, Grafikkarten urteuer, teurer als jemals zuvor und trotzdem wurde es gekauft. Da bringt es nicht so viel, wenn die kleine Schicht das nicht mehr kaufen kann, wenn die oberen Schicht das trotzdem noch kauft. Die gleichen das ja locker aus. Also, ich weiß nicht, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich glaube trotzdem noch, dass die kleine Schicht Menschen das Land ernähren, weil die Kleinvieh macht halt mehr Mist vielleicht als ein paar große. Aber wenn jetzt so eine Grafikkarte vielleicht 500 Euro kostet, das kaufen halt viele kleine oder das kostet eine große 2000 Euro, das kaufen die Hälfte an mehreren Leuten, die mehr Geld haben, glaube ich, ist es mehr Gewinn für die Firmen. Ne? Und die richten sich halt danach. Ich kenne mich dazu wenig aus, ich weiß nur, wie ich das so gelesen habe, so einschätze. Aber du siehst ja, wie das sich hinentwickelt und die scheißen auf die kleinen Leute. Weißt du, ich meine? Und solange die es halt so machen können, machen sie es halt und ja, was will ich jetzt machen hier? Also ich finde es halt, was ich immer gesagt habe, das geht vielleicht ein bisschen krass, aber ich habe immer gesagt, die gehen damals als Corona war, es gibt es immer noch, gingen sie wegen irgendwelche Impfdinge und sowas, haben sie da demonstriert, bla und bla. Ne? Ist ja auch okay, es soll ja jeder, wie er will, auch wenn es für mich keinen Sinn gemacht hat, das ist ja jedem sein Ding. Aber jetzt, wo alles so teuer wird, ne? Warum demonstriert nicht einfach jeder? Jeder. Wir sind fucking 83 Millionen? Ja. Wenn davon 80 Millionen demonstrieren? Hey, Dios. Weißt du, das eine sind vielleicht dann eine 5.000, 10.000, 100.000 Leute, keine Ahnung, wie viel da in Berlin und alles. Ne? Das war ja nicht geil, aber imagine, was jetzt, geht nach für 80 Millionen, hören auf, haben keinen Bock mehr, demonstrieren. Klar muss es angemeldet werden, aber was wollen die denn machen, wenn 80 Millionen die Arbeit da alles niederlegen? Einfach dagegen zu demonstrieren. Mal so ganz krasses Szenario. Das verstehe ich halt dann nicht. Man macht sich halt wegen so einer scheiß Impfung in den Kopf natürlich krank und dann demonstrieren zwar der Leute, okay, aber wenn jetzt das ganze Land, Europa, Welt, was auch immer betroffen ist, warum sind denn nicht 80 Millionen gehen dahin? Und für mich ist 40 Millionen, keine Ahnung. Ich würde ja auch mit dem Rollstuhl oder mit dem Krücken dahin gehen, wenn es sein muss. Ja, Mai, wenn ich nächsten Tag die Preise wieder halbiert bekomme. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, wie eine verkackte Masterklasse. Also ja, natürlich, das habe ich ja gesagt, Pios. Trotzdem war das für ja. Die Menschen wichtig, das zu sagen, weil jeder Mensch sieht das ja anders. Ich habe es nicht verstanden, aber für die Menschen war es halt wichtig, hey, uns gefällt das nicht. Sollen sie machen? Die wurden gehört, nur die werden gehört, die was sagen. Jetzt betrifft es alle und die sagen halt vielleicht wird hier was gesagt, wie ich jetzt hier, aber es wird nichts unternommen. Na, sorry, Jens, jetzt nur kurz das. Nein, ist alles gut. Also ich verstehe, was du sagen willst.
Ich weiß halt nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es insgesamt für die meisten Leute halt noch nicht schlimm genug ist. Obwohl es schon eigentlich ist, ne? Aber sie realisiert es nicht. Es ist zu surreal. Weißt du, es ist so surreal. Von jetzt auf morgen ist es aber einmal so, das checkst du noch gar nicht so. Das checkst du vielleicht erst zu spät, aber da haben die es dann noch schlimmer gemacht. Ja, so denke ich mir das mal. Ich fürchte, der große Knall kommt vielleicht erst, wenn die Leute dann Ende des Sommers nächsten Jahres dann ihre erste richtige Gasrechnung oder Stromrechnung kriegen, wo dann die ganzen Aufschläge drauf sind. Also bei mir ist es jetzt so, dass das schon ab August zählt. Das ist die Verdopplung. Ja, genau, genau. Also von, sagen wir mal, von 1 Euro wird es auf 2 Euro. Und das ist jetzt schon. Also manche haben so ein, was sie nennen, das Preisdeckel oder so ein Preisschutz, Sinkschutz, dass sie es erst ab nächstes Jahr zahlen müssen. Aber hier ist es schon seit August. Einfach zack, 100% mehr. Und deswegen ist es so surreal. Man hört es zwar und denkt, es ist krass und viel, aber ich glaube, man realisiert es, wenn man es auf dem Blatt Papier hat dann. Weißt du? Genau das meine ich, wenn sich das erstmal so ein bisschen angehäuft hat. Und dann denkt man sich, fuck, stimmt, jetzt macht's Klick und dann, oha, what the fuck passiert hier? Und dann ist es ja schon zu spät, weil alles schon beschlossen ist und alles abgehakt von der Regierung, was auch immer. Und dann ist das, sitzt du da schon drin und du merkst, du bist in einem Szenario gefangen, das du nicht realisiert hast, weil du dir das nicht vorstellen konntest. Weißt du? Du hockst da drin und denkst dir, hä, wie jetzt? Ist es wirklich so? Fuck. Also so würde ich das halt, ich weiß auch nicht, ich kann das auch nicht so realisieren. Weil ich habe das sowas dann nicht mitgemacht. Also wenn ich mit älteren Leuten sowas so spricht und sowas, die kennen das ja alles von dem Krieg hier, da, dies, das, von dem, die kennen das ja alles schon, ne? Teilweise, je nachdem, was sie erlebt haben, wie alt sie sind. Oder irgendwelche Lebensmittelknappheit und alles. Kennen die ja alles. Aber ich oder meine, unsere Generation, ich spreche jetzt vielleicht, keine Ahnung, für um die 40, 50 Jahre, keine Ahnung, wie alt ihr seid. Die Jünger ist ja natürlich noch entspannter, ihr seid mit TikTok aufgewachsen. Was wollt ihr da für Probleme haben? Also, checken das halt nicht so. Also ich glaube, das ist einfach noch nicht schlimm genug. Wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere und das mit heute vergleiche. Oha. Also uns wird ja eigentlich alles hinterhergeworfen. Ja, du hast alles zu jeder Zeit, klar, Überfluss mit allem. Wir haben alles zu jeder Zeit und du kannst eigentlich alles machen. Du kriegst auch so ziemlich alles günstig. So eine neue Grafikkarte kostet jetzt 1000 Euro, okay. Aber ich sag mal, die allermeisten Spiele kannst du halt auch schon mit einer 4-5 Jahre alten Grafikkarte das, sehr gut spielen. Genau, und das ist ja das, diese Creator, YouTuber, Streamer sagen dir, die zeigen dir, die haben alles und dann willst du das auch als Normalsterblicher. Ja, das da ist wollte das. Ich eben auch schon drauf hinaus. Ich weiß, was du sagen willst, genau. Die zeigen dir das, das musst du sein und die machen alles auf der höchsten Auflösung und du kannst das Spiel genauso spielen, vielleicht 4 Jahre alten Grafikkarte auch, aber halt vielleicht ein bisschen reduzierter irgendwas, das was auch nicht schlimm ist. Brauchst du nicht 800 Frames, reicht ja 100, teilweise 60, je nach Spiel. Die Creators sind halt wirklich nicht die Masse, sage ich mal, aber viele wollen halt immer das haben, was ihr Vorbild hat. Na, natürlich, klar, verstehe ich. Die verstehen halt nicht, dass ihr halt aber auch noch am Rendern seid und im Hintergrund Programme laufen haben müsst, um die Videos zu kodieren und ich weiß nicht was alles. Also ihr braucht halt einfach viel mehr Leistung als so ein Otto-Normalbürger. Aber die Leute sehen halt, mein Vorbild hat eine 390, ich muss das auch haben. Ja. Aber eigentlich braucht er das gar nicht. Und eigentlich braucht man auch keine 4K-Auflösung, das siehst du sowieso nicht ab einem gewissen Abstand. Genau. Man könnte jetzt sagen, man kann das ja so in Schutz nehmen für Firmen, was ich aber nicht möchte, weil, was soll ich jetzt für ein Beispiel? Scheiße, ich hab's vergessen. Erzähl weiter, ich fällt mir wieder ein. Also ich sehe das halt so ein bisschen, so eine 390 ist für mich ein Porsche. Ja, genau, braucht ja nicht jeder einen Porsche. Genau, das wollte ich auch sagen. Es ist quasi so eine, was technisch möglich ist, das hauen wir raus. Ja, wir versuchen also möglichst das Beste rauszuholen, was aktuell möglich ist. Exakt. Das kostet halt nun mal viel Geld. Aber ich sag mal, im Normalfall braucht nicht jeder einen Porsche. Es ist wenn du dich dann vielleicht mit den Golf zufrieden gibst, das wäre dann ein 460er,
da wirst du dann trotzdem jedes Spiel vermutlich in 1440p spielen können. Das reicht eigentlich dicker aus. Genau, oder genauso simpel, du schaust dir Formel 1 an und hast ja keine Formel 1 in der Garage stehen. Du hast einen ganz normalen Golf, was auch immer. Weißt du, hast du ja nicht. Und wenn nur weil der Vettel oder die anderen Formel 1 fahren, holst du da kein Formel 1 nach Hause für ein paar Millionen. Vielleicht, wenn du was hast, was reicht zum ins Geschäft fahren, A nach B, fertig. Das reicht ja. Ja. Ja, aber das ist halt leider, ne, du kennst ja, manche Leute leben halt das Prinzip, der Rasen des Nachbarn ist immer grüner als meiner. Wenn jemand was Geiles hat, will man das halt auch haben. Ich bin mittlerweile da angekommen, wenn ich bei jemandem was sehe, denke ich mir, boah, das ist geil, aber ich überlege mir, ist das für mich was? Ich bin da, ist das denn wirklich was für mich? Bräuchte ich das? Weißt du, ich meine, ich bin da vielleicht ein bisschen, früher war ich ja vielleicht auch so, hey, geil, halt will ich auch, aber jetzt denke ich mir, es ist toll, es ist geil, es ist schön, aber ich glaube, ich könnte mit, es wäre für mich kein Mehrwert. Ich könnte damit nicht so viel anfangen. Ich war ja früher auch so einer, der nicht eine GeForce-Karte in seinen Rechner gebaut hat, sondern ich hatte zwei in meinem Computer. Ne? Insofern, auch damals haben wir schon 1000 Euro für Grafikkarten ausgegeben. Hast halt zwei eingebaut. Ja. Aber umso älter ich geworden bin, umso mehr bin ich dann irgendwann zu dieser Erkenntnis gekommen, wenn ich nicht immer das Neueste haben will, wenn ich nicht immer das neueste Handy, gleich das Spiel zum Release, gleich die neueste Grafikkarte, wenn du einfach mal ein bisschen wartest und in Geduld dich übst, dann sparst du gefühlt einfach mal gleich 50% oder noch mehr. Und das summiert sich. Ja, na klar. Na klar, also das ist ja mit diesen ganzen Sales, ein Spiel kostet heute 80, je nach Erfolg oder nicht Erfolg, ist es in einer Woche, zwei, im Monat, je nachdem, ist es die Hälfte sogar noch weniger wert. Ne? Also das ist, genau. Ja, und was auch Jule schreibt mit dem Partner, Nicht-Partner, das ist halt eine noch krankere Geschichte, was man noch weiter erörtern könnte, aber das glaube ich ist, da müsste man zu viel dissen und sich selbst damit schädigen. Aber, also muss ja nicht sein. Also ja. Ich persönlich erfreue mich an solchen Ankündigungen hier und sehe die Balken und das sieht alles beeindruckend aus. Muss ja. Aber ich im Hinterkopf denke jetzt schon, da freue ich mich drauf, aber erst in 2 Jahren. In 2 Jahren sind die Preise schon wieder ganz anders. Ich mache das meistens so, falls es irgendwie hinhaut. Ich verkaufe zum Ende der aktuellen Generation meine vorherige Generation und versuche mit dem Geld plus 1-2 Euro mir die jetzige Generation zu kaufen. Kurz vor Release der neuen. Ja. So habe ich das immer gemacht. Also immer die, keine Ahnung, einfach das, was man jetzt, man hat halt eine Generation später und dann zum Ende der Generation verkauft man die und kauft sich halt die neue und dann wartet man halt wieder 2 Jahre. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt anders machen könnte. Wenn jetzt vielleicht Ark 2.0 rauskommt, werde ich weinen. aber das ist ja, da weine ich halt 10 Minuten, dann ist wieder gut, stich auf und halt meine Schnauze und zock einfach um 10 Dinos und Taumen, ne? Dann fresse ich alle Dinos. Aber es ist, ja, es ist halt, ja, wie also du gesagt hast, mit der Grafikkarte früher 2. Aber heute hat man halt nicht einmal die Möglichkeit, 2 zu kaufen. Dann musst du ja eine kaufen für den Preis. Ja, aber ich kann doch Leute, die haben 3 und 4 gekauft. Also das gab es auch alles. Ja, na klar, ist halt bescheuert im Kopf. Aber man, Das DLSS 3, dass sie das nicht für die 3er-Karte, vielleicht tun sie das 2er ein bisschen optimieren, verändern das 3er doch freischalten für eine Lite-Version. Ja, schwierig, ne? Ja. Ein bisschen schade, muss ich auch zugeben. Aber ich gehe mal davon aus, dass die in der Hardware wirklich was geändert haben und dann ja. Aber natürlich wollen sie auch so ein bisschen den Kauf anregen. Ne? Ja, das natürlich. Und ich bin immer noch der Meinung, dass das Ganze nur in DLSS getestet wurde. Ich hätte halt gerne die Rohlein. Aber wenn du mal, jetzt mal No Front dann die ganze Power der Grafikkarte. Wie zum Fick schafft ihr nur 21 Frames mit DLSS Off?
Also das ist der erste, ne? Aber mich würde interessieren, schau mal, das ist mit DLSS 3 und Raytracing on. 96 Frames. Echtes 4K, aber also es kann sein, dass das die alte Karte ist, die sie da als Beispiel nehmen. Das hier ist der 1 gegen 3 Vergleich, was sie gezeigt haben. Das ist 1 gegen 3, wie ich das gesehen habe in der Präsentation. 1 ist 21, okay. 2 ist irgendwie was mit 40 und 3 ist halt knapp vor 100. So habe ich es verstanden. Aber schau mal an, der DLSS 3 Raytracing on, 96. Mach das mal aus. Das ist doch nicht diese 21 hier, oder? Du kannst doch nicht erzählen, dass die 21 schaffen. Das ist schon nur mit dem 1er. Weil ja, also. Aber auch die gleiche Grafikkarte, ja. Also mich wundert, dass die nur 21 FPS schafft in dem Spiel. Also, auch wenn das 4K ist. Das hier müsste eine 20er sein, mit der das ist 1. Das ist eine 40er mit DLSS 3. Ah, so, okay. Ich bin mir nicht sicher, ich musste mal durchspulen, aber so denke ich, hat er es gesagt. Weil, ja. Weil es ist halt DLSS 1, 20, 40 und 100 Frames irgendwie so komisch. Ja. Deswegen, wie ist die Power ohne DLSS? Du musst halt mit DLSS spielen heutzutage. Oder du machst Raytracing. Es wird mich ja nicht stören, aber leider ist es sind immer noch viel zu wenig Spiele, die das können. Also ich hätte es ja gefeiert, wenn das irgendwie einfacher zu implementieren ist. So über einen Treiber oder vielleicht einfach einen Pfeil in den Ordner werfen und dann läuft das. Aber so wird es halt immer noch nur eine Handvoll Spiele geben, die das können. Ja gut, man muss halt sagen, die neuesten Spiele können das immer fast alle. Also die ganzen, ich weiß nicht, ob nur AAA davon betroffen sind, aber die meisten neuen haben das sowieso immer. Also, keine Ahnung, das Formel 1, das Battlefield, das COD, das den ganzen Scheiß, wenn sie eh haben, diese Spiele oder vielleicht irgendein Assassin's Creed, irgendein neues GTA, was kommt, irgendwas. Diese werden sie eh haben, ne? So oder so. Aber ja, ich weiß nicht, ob das ein Master-Ding ist am Spiel, aber. Grundsätzlich war man ja eigentlich der Auffassung, dass die Qualität schon gut ist, ne? Also ich, bisher war ich sehr zufrieden mit der Funktion. Ja. Du siehst halt wirklich fast keinen Unterschied. Habe ich halt in einem Spiel genutzt, in Formel 1, wo ich eh 300 km/h fahre. Ja, genau. Und in diesem Formel 1 Spiel gab es eine einzige Ecke, wo er es irgendwie nicht gerendert hat und da hast du dann plötzlich Krüssel irgendwie so im Hintergrund gesehen. Ja, ich weiß. Weißt du noch, die Tribünen? Ja. Genau. Hm. Haben wir ja tausendmal laufen lassen, das Video. Weil ich gar nicht mehr weiß, ob die Tribünen überhaupt noch richtig sind, weil nicht DLSS ist. Weiß ich bis heute noch nicht genau. Aber ja. Meinetwegen soll es da hingehen. Das ist mir letzten Endes ist es mir egal, wie sie es machen. Ja, also es ist halt schon krass. Aber vom Preislichen war das ja klar, die richten sich nach der jetzigen Generation plus Aufschlag. Müssen sie ja, glaube ich, auch, weiß ich ja nicht. Ich hätte es halt fair gefunden, wenn sie die jetzige neue Generation sowie die jetzige plus ein bisschen Aufschlag gemacht hätten, ganz leicht, und die alte runter. Aber die haben ja schon versucht, die alle zu verkaufen. Die ist ja schon extrem gesunken, aber trotzdem ist sie immer noch nicht so. Ja, doch, sie sind schon manche unter dem OVP, oder? Aber wenn eine Generation endet, sollten alle, ich übertreibe mal vielleicht, 20% unter dem Original, unter dem UVP-Preis sind, ne? Alle. Was halt jetzt schwierig war wegen der aktuellen Weltlage. Ja, es ist halt auch die Frage, so ein bisschen die Händler, die in Massen gekauft haben, was die dann dafür bezahlt haben, ob die überhaupt so weit runtergehen können. Aber ja, das ist ja klar, weil die haben es ein bisschen teurer gekauft, dann werden sie, aber ich muss sagen, die haben ja auch gut verdient in den letzten Jahren. Ich glaube, die haben mit am meisten verdient. Also, natürlich. Also, ich glaube nicht, dass Nvidia die reinen Chips so viel teurer gemacht haben. Das glaube ich nicht. Ja, weil wenn Nvidia hatte die Founders Edition immer den normalen Preis verkauft, das was sie gesagt haben. Und die Händler, die kannst du auch gekauft immer bekommen, hast du mal gesehen, diesen ganzen Discord-Posts und diesen ganzen Dings da. Gab es immer so mal ein paar. Und die Händler selber, diese
nicht nur Händler, sondern diese Asus und ganzen Firmen, die es da gibt, war das ja immens teuer. Und dieser Aufpreis muss ja irgendwo sein. Das ist ja beim Händler oder bei den Firmen. Irgendwo ist es ja. Und die haben sich ja wirklich ein goldenes Näschen verdient, glaube ich. Weil wenn Nvidia das uns schon für den, auch bei der krassesten Krise für die Founders Edition für den richtigen Preis gibt, geben die es den Händlern ja auch so. Wenn nicht günstiger, weil die kaufen ja Massen, also mehrere ein. Mehr Stückzahl und so. Also genau, die kaufen ja eigentlich nur die Chips. Und was ich auch nicht genau verstehe, was aber irgendwie ist, die Nvidia hat ja die Founders Edition für den normalen Preis verkauft. Und es waren immer alles ausverkauft. Immer. Auch die anderen Firmen, alles. Als ich meine Karte gekauft habe, waren die gut verfügbar. Ja, damals war es ja schon vorbei, das Ganze. Aber trotzdem hat Nvidia alles verdoppelt. Umsätze und Gewinn verdoppelt. 100% mehr. Trotzdem, dass sie das eigentlich für den Faunus-Ding rausgehauen haben, aber die haben anscheinend mehr verkauft als sonst, weil es mehr Bedarf da war. Ich sag mal, die sind ja auch nicht davon betroffen, wenn jetzt die Lager voll sind. Ne? Also die Chips haben sie ja verkauft. Ja, aber ich meine, damals, als es keine Chips gab, haben sie ja einfach, es gab halt keine Karte 2020, 21, bis in 22 am Anfang. Und dann haben sie trotzdem verdoppelt ihren Reingewinn, Umsatz sowieso. Krass, oder? Obwohl sie eigentlich, der hat schon mehr auch verkauft. Ja, also ich habe gelesen, dass die Dinger schon ordentlich verkauft wurden. Du hast halt nur keine gekriegt. Ja, genau, es wurden alle verkauft. Also hergestellt, die waren ja schon verkauft, bevor sie hergestellt wurden. Das ist halt so wie bei so einem, wenn du ein Auto vorbestellst oder irgendwas, musst du auch manchmal warten, ein paar Monate. So ist es auch in den Karten auch gewesen. Und zum Schluss haben die auch schon direkt an die Miner spezielle Version losgeschickt, wo dann keine VGA-Anschlüsse und sowas dran waren. Nee, nicht VGA, HDMI. Ja, also das haben sie ja sofort Mining. Ja. Naja, gut. Und kaum war der Mining-Boom weg, zack, waren die Lager alle voll. Also, ich glaube, die haben wirklich wie blöd alles weggekauft. Ja, ich meine, selbst wenn du jetzt eine Mining-Grafikkarte billig kriegst, einfach nehmen, die geht nicht kaputt, ist alles okay mit dir. Die kann auch 2 Jahre gemeint haben, das ist scheißegal. Die läuft einfach. Ja, da passiert nichts. Ja, das passiert nichts. Also, das ist egal. Du siehst ja auch in diesen GPU-Z, wie lange die Karten, glaube ich, gelaufen sind. Ich denke schon, oder? GPU-Z siehst du das, bei Festplatten siehst du es ja auch. Und das ist egal, also. Das ist so, als ob du, ja, es ist vielleicht blöder Vergleich, aber gut, wenn du 24/7 spielst, hast du auch nicht so viel, aber die sind ja dafür ausgelegt, dass sie das können. Also die sind ja dafür ausgelegt, dass sie laufen. Ja, laufen meistens auch in gut gekühlten Situationen und dann laufen die Lüfter meistens auch 100% und das dürfte nicht so schlimm sein. Stimmt, das Einzige, was sein könnte, dass die Lüfter versagen. Dass die Lüfter vielleicht nicht mehr so Kugellager nicht mehr gescheit läuft. Das kann man aber auswechseln. Also das ist ja, sonst der Chip an sich ist ja okay. Ja, es ist auch nicht so ein Verfall bei diesen Chips. Die sind ja wirklich gut. Komischerweise. Wobei viele andere Sachen einfach kaputt gehen nach einer Zeit. Also mir sind schon ein paar Grafikkarten dahin vegetiert. 7080 Ti war die letzte. Einfach ging nicht mehr von heute auf morgen. Davor war noch eine, die musste ich dann in den Backofen rein und dann ging sie kurzzeitig wieder, dann ging sie wieder nicht mehr. Ich weiß nicht, was es war, 50, ja, 70? Meine, irgendwas. Genau, meine 560 musste ich auch backen. Ja, irgend sowas. Und da war die Auswahl hatte schon klar, hatte davor nie Probleme mit Grafikkarten. Ich hatte mehr Probleme mit ATI-Grafikkarten, mit kaputt gehen. Die sind oft heiß gelaufen. Und dann waren diese typischen Grafikfehler, die kamen dann später irgendwann zu Nvidia. Genau diese Fehler, wo man so sieht, wo man so kennt, diese Striche. Ja, wir sind halt trotzdem. Das war bei mir die 5er-Serie. Oh. Ja. 5er und 7er war es bei mir halt, glaube ich. Oder vielleicht sogar 4er und 7er. Ich weiß nicht, wie 5er. Ich glaube, die 7er war ja auch super hot, ne? Das, die Dinger liefen mir richtig heiß. Ja, und. Ja, ich hatte ATI, fand ich. Auch okay, aber mir ging die halt immer kaputt, da haben zu viele Grafikfehler, sind einfach zu heiß geworden, da musste ich sie halt immer
untertakten oder dann habe ich sie zurückgegeben oder verkauft oder je nachdem wegschmeißen, ist halt auch traurig. Und dann dachte ich mir, komm, hole ich ein Nvidia. Ist besser und dann passiert das mit der Scheiße auch. Hä? Fuck, was denn jetzt? Gibt keine, hole ich im Intel-Karte. Da gab es Aber ich damals habe nicht. gesehen, du scheinst im Bekanntenkreis einige ATI-Leute zu haben, für die du Karten verkauft hast. Ja, habe ich. Für den Kollegen und so. Ich hab sogar noch einen, aber da sind die Lüfter kaputt. Also da, ich weiß nicht, ob ich die loswerden würde. Da sind zwei von drei Lüfter kaputt, so eine Gigabyte, so eine alte. Und ich würde halt jetzt keine kaputte verkaufen. Die habe ich halt dann so als Reserve oder so, keine Ahnung. Ja, ich muss gestehen, ich habe alle meine Karten irgendwann weggeworfen. Ich hänge da nicht so dran. Ich Naja, wäre nicht mal die. auf die Idee gekommen, die noch bei eBay zu verschollern, aber ich glaube, das hätte ich auch niemandem antun wollen. Die Aber waren ich einfach alle durch. meine, ich sollte das probieren. Wenn zwei, also die Grafikkarte geht perfekt, zwei von der Lüfter, dann ist kein Ding kälter. Es ist. Ja, vermutlich wird es immer irgendwer kaufen, oder? Ja, die anderen waren Wenn ja es. im Preis von 100, 150, manchmal 200 sogar. Also was der andere Ja. bekommen hat an Kohle von den Karten, Alter, das kann es keinem erzählen. Also. Ja, ich hab. Das ist ja okay. Wann soll jetzt die 90er rauskommen? Kommt die jetzt nächsten Monat? 12. Oktober. 12. Oktober. Quasi morgen. Also 22 Tagen. Also doch nicht eine Woche später. Ich hätte wirklich gedacht, eine Woche später. Ja, vielleicht müssen die Okay. noch ein bisschen da rumfummeln und alles. Aber ich hatte ja wirklich gesagt, hey, die kommen doch eh nicht vor Oktober. So auch mit dem Intel-Chip. Ich habe ja gesagt, der Intel-Chip kommt vielleicht erst nächstes Jahr. Wann kommt denn jetzt endlich? Der Raptor. Kommt der nicht am. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube am 20. Oktober. Aber ich nagel mich jetzt nicht fest. Ja, krass. Aber ich glaube, so im Auf Oktober links. startet dieses Jahr so ziemlich alles. Und Ich glaube, AMD? das haben. Ja, ich glaube auch, ne? Kommt der jetzt nicht? Die haben doch. Ich habe mir die letzte Präsentation nicht angeschaut. Ich glaube, da kommt jetzt auch im Oktober irgendwas. Ich weiß nicht, ob die jetzt erstmal nur ankündigen oder ob das jetzt auch gleich rauskommt, aber auf jeden Fall, Oktober ist der Monat, da kommt alles. Oder wird zumindest angekündigt. Ja, pre-Weihnachten. Um Weihnachtsgeschäft Ja, mitzunehmen. also letzten Endes ändert sich bei Nvidia alles um genau einen Monat bisher. Also vorher hatten wir die Präsentation, glaube ich, im September und da gab es Juli, Juli, August oder vielleicht auch im August. Also im Grunde genommen haben die sich jetzt mal ein, zwei Monate verschoben. Was halt an den Ja, ganzen alten Karten liegt, die hier genau, noch bei rumliegen. Nvidia ja. Aber. Bei Intel weiß ich ja nicht. Vielleicht können die jetzt nicht schneller produzieren, wegen Mangel und so ein Scheiß. Aber, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Intel fast der gleiche Grund ist. Dass die auch noch ein bisschen abverkaufen wollen. Na klar, Bruder, na klar. Sicher. Kann sein, ja. Weiß gar nicht, wie die Verfügbarkeit ist bei der Intel. Hardcore. Ja, schöner Talk mit dir, Jens. War mal wieder Zeit, oder? Ja. Wieder Zeit. Schön, dass du das. Ja, du musst das nicht gehen. Ich sage es nur allgemein so. Wenn man so Ja, neben ja. zwischendurch mal. Ich War habe mir cool. extra Wecker gestellt. Ich war so todmüde vorhin. Okay. Ich bin heute schon wandern gewesen. Schnauze, wo du. Quasi das erste Mal, wo ich wieder draußen war, nachdem meine Füße doch so lange kaputt waren. Freut mich. Hau ab, Jens. Ja, das habe ich gesagt, Ja. Schnauze. Ich bin dann mal weg, ne? Wir können es ja trotzdem sehen. Wir können ja trotzdem labern. Ich laufe da innen rum und drücke irgendwelche Knöpfe. Jens stört ja nicht. Jens bereichert das Ganze. 10 Sekunden nachher ist langweilig. Nee, aber. Ja, na klar, Fritz. Danke Ja. auch für die Teilnahme und für die Links und ja, war cool. Sowas kommt ja nur alle 2 Jahre vor. Sowas. Muss man ja mitnehmen. Ich bin ja da auch, selbst wenn das alles über meiner ganzen Preisklasse liegt und alles, aber es ist trotzdem geil. Ich bin einfach Technik verrückt. Und das ist das erste Mal, dass ich wieder sowas gesehen habe.
Das letzte Mal habe ich mit euch zusammen im Anfang August irgendwas gesehen. Ich habe jetzt einen Monat lang oder 2 Monate lang mich nicht für diese Scheiße interessiert. Weil ich genug Videos über irgendwelche Sachen gesehen habe, wo mir immer erzählt wurde, dass dies kommt, das kommt, dann doch nicht so, dann wieder anders, dann wieder anders. Jetzt haben wir hier Fakten, Fakten, Fakten und dann Gags denken. Rein da. Ja, wir können es ja bunt machen und die nächsten 2 Präsentationen von Intel und ARM die auch noch mitnehmen und dann reicht es auch erstmal. Ist denn AMD nicht fertig? AMD hat doch schon, der hat noch die Prozessoren vorgestellt und die komischen Boards. Das habe ich halt nicht gesehen mit den Boards. Oh, kommt da noch was? Oder? Bei Intel wird was kommen, aber bei AMD weiß ich gar nicht. Okay, stimmt, die haben das vorgestellt, ne? Und die Grafikkarten, meinst du, die kommen jetzt nicht mehr, ne? Naja, nee, dieses Jahr nicht mehr. Ich glaube, dass sie jetzt erstmal noch ein bisschen ihre Taktik überdenken. Ah, nach dem, was jetzt hier passiert ist. Du kennst doch die Gerüchte. Seit Monaten hören wir, die kommen jetzt auch bald und oh. Wird nicht stark. Ja, nee. Ich glaube nicht, dass sie GPU und CPU gleichzeitig rausbringen. Ja, denke ich auch. Teilweise wäre es auch ein guter Schachzug, weil dann kauft man das zusammen. AMD und AMD muss ja sein, damit alles besser läuft. Und ja. Aber trotzdem sind wir wieder stärker. Hey, Seebroxer, na klar. Na klar. Eigentlich wichtig und richtig. Wir brauchen alle Grafikkarten. Vor ein paar Monaten haben die doch gerade erst einen Refresh gebracht. Ne? Die haben doch da nochmal eine 50 drangehängt überall. Ja, genau. Und das wird das sein, was sie dieses Jahr gemacht haben. Letztes Jahr die anderen, die normalen, hat sie die 50er nochmal. Genau. Mein Olum, wir quatschen gerade ein bisschen über die Grafikkarten. Haben wir Präsentationen gesehen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Talk dahinter angestellt. Und jetzt, ja, noch so sind wir halt dabei. Aber dann fehlen ja noch die Benchmarks. Wir wissen ja nicht, wie schnell die Dinger sind. Ja, diese Firma hier, Videokarte, wie die heißt, was ist das? Notebook Check. Wieso checken die normale Grafikkarte? Was soll das? Haben die anscheinend schon irgendwie oder sind nur aufgelistet, keine Ahnung. Und mit Minesweeper. Und bei dir, Olo, was geht bei dir? Ach, hier hätte ich es ja, habe ich ja, guck mal. 169776. Tote Hose, bei mir die Hose immer wild, aber okay, wenn es mir tot ist, gute Besserung. Aber schau dir mal die Herzzahl an. Die 48012 hat die höchste Herzzahl. 2610, die 16 GB 100 MHz weniger und die 90 hat auch halt so viel. Genau, genau. Dadurch, dass sie weniger Einheiten hat, haben sie da. Habe ich schon gesehen, ja, Olum. Ja, haben wir uns angeschaut, ja. Also, ich glaube wirklich, die können Gigahertz, also die könnten locker auf 2,8 gehen, wenn sie wollen. Also, ich denke, die Karten kannst du noch gut übertakten. Das sollte kein Problem sein. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Spielraum. Achso, wir haben sie schon gesehen, Olum. Habe ich gesehen. Komplett die Asus. Ich habe hier noch die ganzen Links eigentlich offen. 320 Watt ist jetzt nicht so viel. Das ist in Ordnung. Ja, das ist ja auch nur, wenn sie komplett. Das Gute ist, ja, die läuft ja nicht so viel. Auch so viel, ne? Die kann man ja schon. Ach, weniger. In Spielen wird das nicht so viel sein, nee. Ja, welche ist denn noch von Asus? Das ist doch die Asus-Karte. Hast du eine andere? Hm? Scheiße, mit Doppelpunkt geht das nicht. Ihr habt einen Link geschickt. Also das mit Timestamp, weil es hier gezeigt wird, meinst du? Ja, aber das ist doch die. Aus dem Bild eben. Achso, ja, du hast den Timestamp geschickt. 45, das höre ich öfters, die Broxe. Danke. Nichts Neues für mich. 40.
Ja, das ist halt der. Hä? Verstehe ich nicht genau. Ich habe doch den Link hier gerade gezeigt. Das ist doch die gleiche hier. 45, hier? Sagte du. Du bist bei 49. Bin bei 45 schon. Ach so, okay, hier. Ist das nicht die gleiche? Naja, scheißegal, live. Das sind ja auch nur Bilder. Achso, hier, also. Ja, das ist die gleiche. Sind die gleichen Bilder, weißt du, ich meine? Sieht in seiner Hand einfach nur riesig groß aus. Das sieht aus wie so ein Lüfterpins, was ist das? Haben Sie dazu was gesagt, zu den Lüfterpins? Zu dem Pins da? Schon, gell? PWM, ja. Und ich dachte, sind so geheime Pins, wo man irgendwas verbindet mit der Karte, was ganz Wildes. So, um das Omniverse um potenter zu machen. Ja, muss ja sein, weil sie immer mehr Kühlung brauchen hier, Voodoo. Wie bei den Handys. Wo der kleine ist, werden sie wieder größer. Ja, zeigt er das neben der 3090 Ti? Weil man darf es nur mit 3090 Ti verwenden, nicht mit der 3090. Ist das eine Ti? Sieht so monströs aus. Oha. Aber wenn es nur eine normale 3090 ist, ist es. Die müsst die Ti zeigen, weil die Ti ist auch so groß. Ja, aussieht ist eh scheißegal. Also die Ti ist ja auch so groß, die 3090. Die ist ja noch mal größer als die 3090. Naja, komm, drauf, welches Modell du halt hast, keine Ahnung. Genau, jetzt können wir raten, wobei der rechte ist. Oben, unten, links, rechts, halbes WSAD. Okay, ich meine, hey, es ist fast die Endkarte von einer Generation und das ist doch dann okay, wenn sie so groß ist. Das ist ja dann okay eigentlich, oder? Wenn das die... Es ist halt die vorletzte Karte einer Generation. Da kommt ja nur noch 4090 Ti. Naja, wenn es zu groß ist, tut es halt dann auch wieder weh, weißt du, wie ich meine? Du hockst dich hin, wenn er vor der Schüssel hängt, ist auch kacke. Da muss irgendeine Schüssel rein. Nee, niemals, niemals, Ollo, niemals. Also niemals. Also ich weiß, ich werde mir, das ist ja eh sowieso utopisch alles hier. Aber ich finde, dass das ein richtiger Schlag bei einer TI. Ja, das sowieso nicht. Das sowieso nicht. Aber ich finde, das ist ein krasser Schlag in die Fresse für die 4080. 9,7 gegen 13,6. Ja, dann hol dir die 1,4080, dann ist ja okay. Dann hol dir die, klar, dann hast du ja automatisch einfach nur getauscht, ne? Aber 9,7 gegen 13,6, ja, das habe ich ja schon heute thematisiert. Das wiederholen wir jetzt ja gerade, aber deswegen, ich keines Blicks würde ich die würdigen. Voll der Abgehobene hier. Hab hier zu Hause 10 Cent. Warte, ich hab hier. Warte, was ist mein. Ich hab hier 1 Euro liegen. Das ist mein Restgeld von diesem Monat. Und ich laber so. Hier. Das ist in der Kamera ein bisschen klein. Ich mach's auch nicht größer. Das ist ein Joke. Aber. Und ich rede hier. Ja, der Wagen ist irgendwo alles am Boden neben mir. Geil, Mann. Aber nie wieder unter 24 GB eine Karte. Ja, natürlich ist sie das. Aber die ist nicht so krass ressourcenfressen wie wir, weil die haben ein kleines Gehäuse mit 4, 5 Grafikkarten drin.
Und wir haben eine, die muss ja komplett alles komplett verpackt und dies, das und die haben eine extra Kühlung, die haben ja andere Chips und so. Die sind effizienter als wir, weil die Industrie hat jetzt 3,5 mal energieeffizient und doppelte Power bekommen, hat er gesagt. Und wir haben das nicht. Ist echt so, Jens, ne? Die Industrie hat ja bekommen 3,5 mal weniger Power, effizienter und die doppelte Power. Oder vielleicht sogar noch mehr. Ja. Bei uns ist es nicht so. Bei uns ist die Power verdoppelt, aber die Energie ist nicht ein Drittel oder so. Ja, wieder der übliche Vergleich. Einige Schränke sind weggegangen. Ja. Ja. Ja, wenn du die. Aber hier, Olum, die 4080, von der du sprichst, dass du die holen willst, im November. Ja, Hobby-PC ist mittlerweile schon so ein Luxusding. Ich bin ja froh, dass ich noch viele Teile von früher habe, bevor es zum Luxusding wurde. Also ich, weißt du? Da passt das ja dann. Ja, musst du aber. Für wie viel hier hast du dann 3090 verkauft? Hau mal raus. Hau mal raus. Dreißig, neunzig, 700. Oha, dann hast du ja Plus gemacht. Wie? Okay, ich wollte gerade schauen. Wie hast du den denn so? Ja, das ist ja Schweinerei. Kann ich da gar nicht, Kappa. Nee. Ja, ich weiß schon, wo du, ich weiß schon, habe ich dann gepeilt. Aber die nutzen die Rohstoffe ja und tun sie uns zur Verfügung stellen. Bei mir auch um die Ecke. Okay. Nachbarschaftspflege nennt man das oder was? Nachbarschaftsverarschung. Ja, cool. Also, ich freue mich auf die 4090 Ti. Mit 20.000 CUDA-Kern. Ich schätze mal, der wird gar nicht so viel haben. 18.000. Ja, denke ich auch. Er war jung, braucht das Geld. Okay, verstehe ich, Olum. Ja, verstehe ich. Okay. Ja, aber dann hätte er auch mehr Geld kriegen können. Was ich meine? Gerade dann hätte er mehr kriegen können. Ja, das kenne ich, verstehe schon. Ich kann nicht, hole nichts. Nein. Mein Budget ist ultra begrenzt. Also, deswegen ist es immer so schön, das Ganze einfach zu sehen. Man kann sich ein bisschen vorstellen und sich freuen. Aber passt du mal bei mir soweit alles. Mich nervt nur der Prozessor, weil. Vier Kerne ist halt nervig. Vier Kerne ist nervig. Das verstehe ich auf jeden Fall. Und dann auch noch so alte Kerne. Ja, das sind aber 2000 Kekse, die Founders Edition in Europa. Das sind 2000 bei uns. Ich habe auch die deutschen Preise hier. Irgendwo. Irgendein Link ist hier die deutschen Preise. Also nicht mehr genau, wie ich da hinkomme. Produkte, Grafikkarten kaufen. Hier. Kaufen da. Lecco mio, wo du machst, das bringt dir was mit. Wenn du was Schönes mitbringst, dann können wir drüber reden. Aber Jens und mir. Gehen wir beide auf und essen. Intel. Intel 7700K. Ja, das ist auch die. Klar, das ist ja quasi 19% Steuer plus die Umrechnung plus noch ein bisschen was dazu. Da ist zum Glück noch Luft nach oben, denn das ist ja nur die Founders Edition und das ist immer die günstigste. Und die Non-Founders Edition, wie ich sie nenne, wird da, keine Ahnung, 2,2, 2,3, sowas oder mehr. Wie sie gerade Bock haben.
Ne? Siehst du, sage ich ja. Teilweise sogar vielleicht noch teurer, wenn sie, weil, also Asus oder wie auch immer, hat ja manchmal, es gibt ja da die TUF-Variante, die Strix-Variante und dann die Strix Porno Ultra. Und die wird dann noch mehr kosten, obwohl die eigentlich gar nicht wert ist. Also es reicht, die kleinste und fertig. Das ist auf jeden Fall das Schwierigste. Das Einzige, wo man darauf achten sollte, die Performance ist die gleiche, ist mit der Kühlung. Der einzige Unterschied, wo man wirklich schauen sollte, wenn man sich, ob man jetzt eine 4090 hat, egal auf welche Firma, Leistung ist die gleiche, die paar Megahertz sind scheißegal in dem Bereich. Wichtig ist die Kühlung. Irgendwie habe ich das schon mal gelesen, Keksi, das Ende ist so eine Sache. Achso, Keksi, ich trete am 22. in den Club ein, von dem Anbieter, bei dem du deine Internetleitung hast. Und mal schauen, wie das funktioniert. Weil, wenn alles so hinhaut, ich ein paar Cent pro Monat sparen kann. Und ich dadurch auch keine 24-Stunden-Trennung habe. Ich versuche, die Grundkosten so gut wie möglich zu optimieren. Und das war halt eine Sache. Mal gucken. Beim Seelenverkäufer kann man sparen. Ja, hab ich einen Kreuzdämon gefragt. Ja, die muss halt schon. Warte, lass mich mal nochmal die Dinge hier. Naja, was hat die dann? 12k oder so? Dazwischen. 12k Preis. Dollarpreis, 1,6 Europreis. Ja, die ist halt so teuer wie die. Ding, weiß ich nicht. Also Dollarpreis 1,6 und der Europreis, keine Ahnung, 1,8, 1,9, keine Ahnung, weiß nicht. ja, das ist ja bei mir ähnlich, aber das Tolle ist, durch den Wechsel, ich müsste quasi alle 2 Jahre irgendwie wechseln, damit ich es mitnehmen kann, weil es ist mit der Kalkulation wild. Du zahlst für die erste, das ist total komisch, bei dem einen zahlst du die ersten 6 Monate, genau 6 Monate zahlst du bei etwas weniger und ab dem 7. zahlst du mehr. Also bei der Modem zahle ich ab dem 7. mehr, bei der Grundrechnung, bei der Grundtelefonrechnung ist es nach einem Jahr oder auch nach 7 Monaten, ich weiß nicht. Irgendwie so. Auf jeden Fall bin ich ein halbes Jahr, kann ich halt ein bisschen was sparen und zahlen dann wieder normal nach 7 Monaten. Müssen wir mal gucken, aber 7 Monate, auf jeden Fall 6 Monate habe ich halt, zahle ich halt ein bisschen weniger, was die Telefonrechnung angeht. Wenn es funktioniert. Ich habe bis zum 8. Oktober Zeit, weil da muss ich dann das mit dem anderen abschließen. Am 7. Oktober. Naja, all in all wird's dann halt ganz normal die 60 halt, ne? Das ist halt der Durchschnittspreis bei Telekom. Was auch bei allen anderen so ist. Der Preis ist nicht immer so teuer, aber dann nach 6-7 Monaten zahlst du auch noch die volle Modem-Miete, was auch immer. Auch wenn ich das Kleinste genommen habe oder so, das gibt es, das Standardmodell. Was auch schon einige Jahre alt ist. Aber so habe ich dann zumindest, ich weiß nicht, 32, 35, weiß nicht, mit Modem und nach 7 Monaten halt dann den vollen Preis. Das sind auch ein paar Euronen. Wo man dann für die Strom, Gas, Rechnung, was auch immer da, ne, rein tun kann. Mal schauen. Wird am 22. muss ich zwischen 8 und 16 Uhr wird es freigeschaltet. Muss dann da irgendwie erreichbar sein, aber passt schon. Krieg ich schon hin. Irgendwie.
muss das halt anstecken vorher. Du musst jetzt schauen mit dem Stream an dem Tag. Werde dann das so anschließen, dass ich auch mit dem sofort streamen. Wenn der Stream läuft, dann kann ich das alles bestätigen und auch das andere abmelden. Ja, das Ding kostet 3,50, das scheiß Modem, 350 Euro. Und der Monatspreis 7 bis 10 Euro, Miete nochmal. Ja, was machst du jetzt, Olum, hier? Wenn du gar keine mehr hast, hast du ein Intel mit on board, wo du zumindest Minesweeper und Solitär spielen kannst? Geht das? Was hast du denn für einen Protz? Schon 12.900k, oder? Oder 12.7 WB. Danke. Ich wurde gerade gefragt, wie ich die 4080 Ti einschätze. Ich habe gesagt, dazwischen so 12.000, aber gerne. Aber jetzt, wo ich überlege, die 3090 ist auch ziemlich, ist viel näher dran. Vielleicht sogar 14.000. Vielleicht sogar noch mehr, weil der Unterschied zwischen der 4080 Ti und der 4090 war ja kaum gegeben, nur wegen dem 24 GB. Der war immer ziemlich gering, ne? Ja, aber der Unterschied ist jetzt so groß. Das ist so groß, der Unterschied. Weil du musst dir mal vorstellen, der Unterschied zwischen der 480 12 GB und der anderen ist ja brutal. Und der Unterschied bleibt ja noch stark zwischen dem. Theoretisch können sie noch locker zwei Karten rein dazwischen tun. Was, wenn die das normalerweise so haben, ne? Und die können doch, da können doch passen zwei Karten rein. Mit 12.000, 14.000. So war immer deren Strategie oder nicht. Die munkeln, ob es einfach Starlink wird und fertig. Schlimmer als den Verkäufer kann es nicht mehr werden. Also Starlink? Ja? Die haben auf jeden Fall da was verändert, weil die alten 80er-Karten, die hatten auch schon so knapp 9.000 CUDA-Cores. Also auch nicht viel weniger. Es sind gar nicht so viel weniger. Aber die scheinen da unter der Haube doch noch, genau, die scheinen da doch einiges verändert zu haben. Die, wie man so bei Prozessor sagt, weiß nicht, wie es bei Grafikkarten ist, Preis-Leistung auf Megahertz gerechnet oder Effektivität auf Megahertz gerechnet. So, weißt du, was ich meine? Auf 1 Megahertz ist stärker als der Megahertz von der alten Generation. Ja. Ja, ob sie noch eine andere 4090er rausbringen, wäre schon ein bisschen deppert. So eine 4090er 16 GB. Ja, aber okay. Ja. Aber was, sie sollen doch die Nummern wieder so machen. Die können doch jetzt nicht, stell dir mal vor, da bringen sie eine 4070, 12 und 8. Da, ich weiß nicht, was ist besser? Die blöden TIs dazwischen, wo du dir auch denkst, hä? Was soll dazwischen, was soll eine 3060 Ti, wenn es eine 3070 gibt? Oder so? Oder sie machen sie nur noch mit RAM verändern. Natürlich soll es eine 4070 sein, das habe ich auch gesagt, das ist schon dumm, aber das ist halt gut für die OEM-PCs oder für die Leute, die sich nicht auskennen. Hey, cool, ich habe eine 4080, geil, aber was habe ich? Ja, ich habe eine 12, ich habe eine 16, dann bist du Loser. Am gleichen gezahlt. So ungefähr. Ja. Die werden die genauso teuer verkaufen wie die 16 GB, die 12 GB. Safe, weil ja, die spielen halt mit der Unwissenheit / vielleicht Dummheit der Leute. Und die Marketing Leute tun sich schon die Hände reiben, wie die das alles verpacken sollen. Ja, 4080, bla bla. Irgendwo steht's da ganz klein, wo du eine Lupe brauchst. 12 GB. Das Geile ist, dann schreiben sie sogar ganz fett hin. Hey, das ist ja geil. Die schreiben hin, 4080, 16 GB. Viel Platz gelassen RAM. Und dann kann man nicht sagen, das ist ein Scam, sondern die RAM sind damit gemeint. So irgendwie. Vielleicht noch irgendein Zeichen dazwischen, so ein Smiley oder irgendwas Doofes oder ein TikTok-Bild. Also 4080,
16 GB und dann kommt es, dann kommt vielleicht sogar einfach nur ein Modul. Ein RAM-Modul. 4080, Komma, weil hier ist ja kein Komma, Komma 16 GB und RAM-Modul. Und dann glaubt man, es ist eine 4080 mit 16, aber es ist nur eine 12er. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Nvidia-Generation, wo nur 3,5 GB verfügbar war. Oder die zwei getrennte Speicher hatten. Das 1 GB, den gab es halt nicht. Nee, was hat denn EVGA gemacht? Das habe ich nicht mitbekommen. Die haben nur irgendwas im Chat vorhin, im Nvidia-Chat geschrieben, dass da irgendwas EVGA gemacht haben soll. Nie wieder? Ich heiße die EVGA, aber ich finde das halt kacke, ich sage EVGA. Hatten die nicht so ein Prinzip, dass du, wenn du die, wenn die neue Generation rauskommst, kannst du die alte abgeben und kriegst die neue? Hatten die das? Und das habe ich mich immer gewundert, das rechnet sich doch nicht. Das geht doch gar nicht. Das rechnet sich niemals. Und das ist ihnen jetzt zum Verhängnis geworden, oder was? Ich hab davon das erste Mal 2014 gehört, als die Streamer das beworben hatten damals, so die Amerikaner, keine Ahnung, Swifty oder Soda oder irgendwas, habt ihr darüber gesprochen damals. Und da hat man mir auch meinen Kollegen erzählt, das ist wirklich so, da dachte ich mir, echt? Ich hab's aber nie gemacht, aber ich hab's ja gehört. Ja, die sind halt so ein bisschen hinten durchgefallen, ne? Ich habe mir bei Geizhals mal die Liste angeguckt, die sind nicht in den Top 10 oder sowas gewesen. Die hat hier in Europa kaum einer gekauft. Ja, das ist ja so ein Amis-Ding, dachte ich mir so. Aber ja, in Amerika sollen die angeblich 40% Marktanteil gehabt haben. Aber Amerika ist halt nicht gerade PC-Land, ne? Da haben die ihre Macs. Oder spielen PlayStation oder Xbox. Ja, bei uns ist, glaube ich, in Deutschland PlayStation sogar noch höher. Ja? Ja, ich weiß nicht, die ganze PlayStation-Generation. Irgendwie gefühlt immer nur PlayStation hier, PlayStation da. Weiß nicht genau. Aber das wird sich halt nicht rechnen. Und da sind sie ja selber schuld, oder? Orlum, was meinst du? Na klar rechnet sich das nicht. Wie soll sich das denn rechnen? Besonders jetzt, da die Preise so geschwankt sind, so fluktuierten. Weißt du? Ja, also konkret haben sie gesagt, dass sie sich mehr auf Netzteile und auf andere Sachen konzentrieren wollen. Boah, aber die Speicherbandbreite, 504 GB, die 4080, die 4080 16, 436, 736, das ist ja 50% mehr und dann hat die 3090 auch nur 50% mehr. Also der Sprung von der kleinen 80er auf die 90er ist halt immens, ne? Das ist Porno. Das ist schon heftig. Das ist sogar eine 4060, was die Speicherbandbreite angeht. Vorhin von der Servergeschichte, wo wir sagten DDR5, die hatten auch 500 GB. Okay. Nvidia hat ihre Chips da verkauft. Und wieso kriegen die andere Preise als die anderen Distributoren da, oder wie die heißen? Aber das hatten wir doch eben besprochen, wo wir uns gewundert haben. Also Nvidia hat ja Umsatz und Gewinn, den Reihengewinn verdoppelt, weil sie so viel verkauft haben. Aber Nvidia hat auch gleichzeitig die Founders Edition auch an uns, falls wir welche hatten, bin ich hergegeben. Also obwohl zu Corona-Zeiten war die eine Grafikkarte 2000 und Founders Edition kostet 800 und man kriegt sie für 800 und die anderen verkaufen sie wie EVGA, Asus oder Gigabyte für 2000. Wo bleibt denn diese Marge? Wo ist denn das? Wer verdient denn daran? Nvidia ja nicht, oder? Wo ist denn diese... Ja, aber wieso Nvidia? Gibt Nvidia die... Warum soll Nvidia uns die Karten für den UVP geben und den Hersteller nicht?
Na, zum Schluss hat ja Nvidia sogar die Chippreise reduziert um 20%. Also jetzt die letzten Monate. Okay, Weiß ja nicht, das ich. verstehe ich dann. Die haben die Chips erhöht, weil sie keine mehr hatten, dass es so selten war. Und jetzt sind sie gefallen, die Preise, und jetzt können sie nicht mehr gewinnbringend verkaufen. Das Ganze ist halt wegen der Weltscheiße da Möglich, passierte. genau. Ja, Ja, macht Sinn. naja, das verstehe ich so, ja. Natürlich hatte EV gar keinen Bock auf sowas. Das war, aber ja, was heißt Bock auf sowas? Wer hat denn heutzutage Bock auf die Welt so wie sie ist? Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, müssen nicht alles nochmal wiederholen, aber alles verdoppelt, die Preise, dies, das. Ne? Wer hat denn Bock auf sowas? Das ist halt nun mal reell. Ich kann jetzt auch nicht aus der Welt aussteigen und sagen, nee, kein Bock mehr, falsche Pille genommen, ich will die andere, Matrix beendet die Simulation. Über die andere Pille, kein Bock mehr. Ja, aber ich verstehe schon. Es ist schon okay, wenn sie das machen können und sich das leisten können, dass sie dann aus dem Grafikkarten, ja gut, was heißt leisten? Die machen ja dann, die machen dann keinen Verlust mehr. Ist ja klar, wenn du mit etwas 300 € pro Karte Verlust gemacht hast, dann, wenn du das nicht mehr betreibst, diese Scheiße, machst du den Verlust nicht mehr. Ja. Ich glaube, die haben das zum Schluss schon ein bisschen subventioniert, die ganze Sache. Und ich dachte immer, dass Nvidia die Preise halt gleich. Ja gut, Nvidia wäre ja auch dumm, ne? Ich habe, was hieß halt immer, dass Nvidia die Preise gleich hat. Ich hab daran nicht geglaubt. Wie willst du denn bitte schon die Preise gleich lassen, wenn dein Reingewinn und, na gut, der Umsatz hat sich ja vermehrfacht. Der Reingewinn ist ja noch stärker geworden, ich weiß ja nicht. Also der Reingewinn auf jeden Fall verdoppelt und der Umsatz ist ja, glaube ich, um ein Mehrfaches gestiegen. Oder sogar, weiß ich nicht. Können wir nochmal nachlesen. Oder andersrum, auf jeden Fall, es hat sich irgendwas verdoppelt. Die haben so viel Geld und Umsatz gemacht in der Firmengeschichte wie noch nie und zum Jahr davor verdoppelt. Und dann ist ja jetzt schon das damals bei Asus und sowas, haben sich ja schon dann Asus ein bisschen aufgeregt, weil sie jetzt nicht mehr so die Sachen verkaufen konnten wie vor einem Jahr, was ja auch klar ist. Jetzt ist es mit dem Corona da vorbei und hat ja jeder schon dann einen PC gekauft und die brauchen das nicht mehr so. Jetzt können die Leute wieder arbeiten, die gehen vielleicht wieder auf Reisen, hockt niemand zu Hause. Dann der Markt ist gesättigt, die Leute wollen, brauchen es nicht mehr, der Bedarf ist nicht mehr da und jetzt muss man sich nicht mehr kann, wenn man etwas verdoppelt von einem Jahr auf das nächste, sei es Gewinn, sei es Umsatz, kann man nicht erwarten, dass sich das dann wieder verdoppelt. Und so eine Nee, nee. Kalkulation habe ich halt schwer verurteilt. Das Ja. Thema hatten wir auch schon vor ein paar Monaten gehabt, Ich weiß, genau. Ich dass habe nicht so weitergehen kann. es quasi jetzt nochmal zitiert, was ich damals gesagt habe. Ja, ich erinnere mich. Ja. Das war vorauszusehen. Und dass da der eine oder andere vielleicht auch pleite dran geht. Ja, na klar. Ja, Na klar. das. Safe. Wir haben sehr viele schon kommen und gehen sehen. Diamond und wie sie alle hießen. Ja. Die Top-Listen sind halt voll mit Gigabyte und mit MSI und Ist mit Asus oder Asus. Gigabyte und Asus, also ich sag ja, das heißt ja Asus, aber ich sag ja auch Asus, beherrschen, glaube ich, den Markt, ne? Die machen ja auch am meisten Werbung. Ich glaube, die haben Ja, auf einen riesen jeden Fall. Marktanteil. Ich würde schon sagen, MSI und Asus ist so, glaube ich, die Wegen größten, oder? ihrer Gaming-Sparte. Die einen halt mit Aorus und die anderen halt Ja. mit Republic of Gamers. Ja. Na, ich meine, Asus und Gigabyte. MSI, glaube ich, spielt da gar nicht so mit. MSI nicht, nee. Also ich würde sagen, Ich hab. Republic of Gamers ist ja ultra bekannt, ROG und Aorus. Also Gigabyte, Aorus und Asus ist alles Republic of Gamers. Also vom Gefühl her sehe ich immer nur Werbung von den beiden. Also ich habe MSI, sehe ich. Naja, doch, MSI PC. Ich sehe bei MSI ganze PCs immer nur, aber nicht einzelne Grafik. Aber gut, keine Ahnung. Ich habe also vom Gefühl her habe ich halt immer nur Republic of Gamers und Aorus gesehen. MSI selten. Was haben die denn? Ich sehe nur Asus, ja. Ja, Asus, genau.
Aber das ist, oh, das ist auch ganz groß. Wird auf jeden Fall krass beworben von vielen Also Content-Kreatoren. bei Geizhals ist auf Platz 1 tatsächlich eine MSI. Auf Platz 2 eine Asus TUF. Auf Platz 3 hätte ich jetzt nie gedacht, eine Eno 3D. Wieder Asus, wieder MSI, Du. Asus, Zephyr mit Radeon, Zotac, Das Gigabyte, so, PowerColor. die Zotac waren zu der 7. Generation ultra beliebt. Ja, die hatte ich nie so auf dem Schirm, ehrlich Ich auch gesagt. nicht. Ich kannte die gar nicht, muss ich sagen, vorher. Was, Und ich hatte immer wie spricht man die aus? Gainward. Gameboard? Ja, ne? Ja, genau. Ja, die Das habe ich immer sind gekauft. 70, 80. Die sind mir, die habe ich, die hab ich meine 87 Ti ist da kaputt gegangen. Die, nachdem habe ich keine mehr. Die sind zwei Grafikkarten immer von Gameboard kaputt gegangen. Zudem hab ich keine mehr geholt. Siehst du, und bei mir war es die 560er und seitdem habe ich auch keine mehr geholt. Oder vielleicht hatte ich noch die 7er, weiß ich nicht mehr. Ist in Amerika Aber beliebt, ja, okay. selbe Erfahrung. Ja, man vergisst immer, die anderen Länder haben ja andere, die haben ja dann andere Werbedeals mit den Firmen. Und dann, wenn da die Werbung halt in Amerika von Zotac oder höher ist als in Europa oder Deutschland, da wird die mehr verkauft, weil es ist all about hier, ne, Werbung. All Ja. about Werbung. Ja, dann lass mal so ein IFK ein, 2 Jahre lang kaum noch Karten verkaufen oder im Vergleich zu den anderen nicht so viel. Schon dreht sich das. Ja. Und bis vor ein paar Monaten hatten wir ja auch alle Angst, dass eventuell in Taiwan Krieg ausbricht. Vielleicht hat das auch die Entscheidung so ein bisschen vorangetrieben. Naja, es ist jetzt vom Tisch. Ich habe da mich nicht mehr informiert. Ja, ich denke, das ist vom Tisch. Es ist einfach nur so ein bisschen hochgekocht, oder? Ja, also offiziell hat die eine Seite dann gesagt, dass wir nicht vorhaben, da irgendwas zu machen. Wir kennen andere Mittel. Ja, okay. Dann macht die andere Seite auch nicht und dann ist halt der stille Krieg einfach nur so ein bisschen weiter. Ja, das ist, La da wird langsam nichts kommen. schleicht der Prozess. Ja, es ist ja im Endeffekt, wir kennen andere Mittel, es ist einfach nur eine andere Droge, man macht es trotzdem aber langsamer und auf anderen Medium. Ja, mit anderen Mitteln meinen sie Ja, halt genau. wirtschaftlich, ne? Ja, klar, schön langsam dahin vegetieren lassen. Man kennt's. Das Land ist ja, Taiwan ist ja einer der korruptesten Länder, die es so gibt, ne? Also, das ist ja hochkorrupt, das Land. Und Ja, ist doch schön, die können doch was mit Geld anfangen, oder? die Lebensunterhaltskosten dort sind extremst. Also, die Leute wohnen da teilweise. Ich übertreibe jetzt mal mit 10 Leuten in einen Raum und können sich keine Wohnungen leisten und nichts. Und das Einzige, was die halt noch an Geld ausgeben, ist für Militär, also um sich irgendwie von China abzuseparatieren. Also, das ist schon crazy. Ja, man muss auch bedenken, wenn man theoretisch so einen Gegner hat wie China, was willst du denn Ja, dann machen? Du hast ja. eigentlich ist es ja kein Gegner, sondern eigentlich sind die Eigentum von China. Die wollen halt nur nichts mehr mit China zu tun haben. Und das kommt halt von dieser korrupten Regierung. Naja. Und anstatt lieber das Geld für die Menschen auszugeben, gibt man es halt lieber fürs Militär aus. Schwierig, Man kann sich schwierig. seine Probleme auch selber machen. Aber egal, bloß keine Politik. Ja, muss jetzt nicht, sonst passt schon, ja. Letztes Mal, als es hier. Ja. Es Ja. war trotzdem okay. Also der Chat war nie so voll wie damals. Alter, Ja, das ich war wollte es gerade. krass. Ich wollte es mir gerade verkneifen. Damals dachte ich, die Girls wieder chatten mit Kappa. Ist so. Ist so. Weil Ja, aber. hat der AI chatten gelernt. Du siehst es ja auch an anderen, ne? Sobald es um Politik geht, explodieren die Channels. Also, das ist sehr beliebt. Ja. Nein, aber heute geht es um Grafikkarten und wir haben was Schönes gesehen. Ja. Vielleicht ein bisschen wenig. Also ich fand es ehrlich gesagt sehr mau. Ich fand es sogar sehr enttäuschend, ehrlich Ich gesagt. muss da sagen, ich weiß da nicht mehr, wie die anderen Präsentationen waren.
Ich habe so im Hinterkopf, vielleicht kann ich mich auch da falsch erinnern, dass die anderen Präsentationen so nur eine Viertelstunde, halbe Stunde waren, 20 Minuten vielleicht und dann war es vorbei. Das ging nur um die Consumer-Grafikkarten. So war Ey, es doch kannst du dich noch letztens. an den, kannst du dich an den ersten GeForce 20er-Karten erinnern? Die ersten RTX-Karten mit Gigarrays und dann haben sie erstmal Battlefield gezeigt. Ja, Schön erstmal mit genau. der Kamera aufs Auto drauf und dann haben sie das RTX angemacht und plötzlich konntest du Spieler in der Spiegelung sehen, die man gar nicht im Bild hatte, was ja Genau, aber vorher mit Screen. das ging doch nur ganz kurz, oder? Vielleicht ging es nur ganz kurz, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, aber auf jeden Fall war das so ein Wow-Erlebnis für mich. So, und da haben die was gezeigt, das haben wir alle vorher noch nie in irgendwelchen Spielen gesehen. Technik-Nerds, die mit Render-Software zu tun haben, die wussten Ja, sofort, was das bedeutet. das war diese Scheiße, wo ich mich aufgeregt habe. Jetzt erfindet wieder irgendwas, damit man das vorantreibt und statt einfach die Performance steigert. Wo ich gesagt habe, jetzt brauchen wir wieder 2, 3 Jahre, dass das stark wird und dann tun sie ein bisschen was Neues wieder finden. Wo ich gesagt Ja, habe, ja. Raytracing ist einfach nur Scheiß, Schatten braucht kein Schwein. Und dann Aber müssen sie, eigentlich. um diese Technologie zu bändigen, müssen sie DLSS raushauen, damit die Technologie gebändigt wird. Dann haben sie nochmal ein Ja, aber. bisschen Puffer, ein paar Jahre, damit sie uns ärgern. Aber eigentlich war das nicht Nvidia. Microsoft hat das in seinen DirectX 12 eingebaut. Es ist eigentlich ein Microsoft Future. Nvidia hat das einfach nur aufgegriffen und hat Hardware-Einheiten da drumherum gebaut. Ach so, wusste Und ich nicht, dann dass haben sie es Microsoft halt. hatte. Okay. Ja, das ist im DirectX ist das enthalten. Deswegen kann das ja auch ATI ohne irgendwelche. Quatsch. ATI wollte ich. AMD ja auch ohne irgendwelche Einheiten. Das ist im DirectX ist das so verankert. Und Ja, Nvidia das. hat das im Prinzip nur aufgerollt und hat Hardware drumherum gebaut und hat halt riesig viel Werbung dafür gemacht. Ja, das denke ich mir, Julia. In dem Land sind ja auch viele Leute eingeschränkt und dürfen quasi viele Sachen nicht machen, ohne dass sie bestraft werden oder so. Randinfo, wer wieder mal Windows 11 installieren muss, will, jetzt das Microsoft Datentrack Image ist downloadbar. Ach so, das schaue ich mir jetzt mal an. Weil die Taskleiste ist halt immer noch nicht das, was sie war. Okay. Hat das jetzt Microsoft heute released oder was? So eine Videopräsentation? Warte mal, ich hab die schon. Ich, Läuft bei mir schon. ja, ich gehe auch mal kurz schiffen, aber ich höre dich. Kannst du erzählen, ich Heute antworte frei. dann. Und bleibst du noch ein bisschen? Oder willst du dann bald aufbrechen? Eigentlich wollte ich schon längst schlafen, aber ein bisschen können wir noch machen. Ich Achso. fühle mich gerade nicht müde. Weil ich würde dann einfach ein bisschen weiter rumlaufen und questen mit dir quatschen, weil ich muss eh nicht aufpassen, wenn das okay ist. Können wir machen, ja. Ja, gut. Nicht, dass Voodoo kommt und uns alle den Tod wünscht. Den Tod. Ja. Kompromiss. Jens ist noch da, aber dafür habe ich die Kategorie getauscht. So, solange Voodoo nicht da ist, bleibe ich noch. Oha! Gleich im Bann, damit er nie zurückkommt. Heute freigegeben. Okay. Ja, ich bin immer noch nicht überzeugt, Fritz. Von den Features, die fehlen im Vergleich zu Windows 10. Ja, soll So. ich auch was dazu sagen? Umso länger ich Windows 11 Genau, ich nutze, bin umso Schiff. beschissener finde ich es. Du bist mein Mann. Also Windows 11 wird mit jedem Tag schlechter, habe ich den Eindruck. Das ist, so langsam kriege ich das Kotzen. Du suchst irgendwas und du findest es nicht mehr wieder. Du installierst ein neues Update, musst deine halbe Hardware neu installieren. Ach, furchtbar. Oh, Voodoo ist da. Ich muss weg. Bis gleich.
Ja, mein Kompromiss hier, Voodoo, war gerade schiffen. Und ich quatsche noch ein bisschen mit Jens und spiele trotzdem WoW. Dann haben wir das Schlimmste aus beiden Welten. Jens und WoW. Ja, kannst du machen, der ist doch auf der Wiesen. Ist doch toll. Oder ist er nicht mehr da? WB. Dankeschön. Von daher ist doch okay. Gehe ich zu Tanzverbot. Prügelt er sich wieder? Nö, das ist auf der Wiese mit Lola. Waren Sie doch gestern auch. Ja, muss man genießen, bevor es richtig kalt wird. Ist es. Schon. Das ist krass. Gucken, ob es hier noch irgendwelche News gibt zu der Karte. Irgendwelche Details. Ist schon arschkalt. Ist schon. Ich habe gerade eben geschaut, bei mir in der Küche 14,8 Grad. What? Bei mir ist jetzt hier Verrückt. 20. Ich habe alles offen, weil ich einfach feier. Es muss kalt werden. Es wird heute bei uns 3 Grad, Alter. 3 Grad! Ja, ich mach. Was? Ja, es ist arschkalt in München. Deswegen, es ist schon arschkalt. Es war vorhin, als ich um. Wann habe ich angefangen? Um 14, 16 Uhr war schon 11 Grad oder so. War schon fast einstellig. Ja, na Oha, klar. ich. Okay, also wir haben ja auch gerade 10 und es geht auf 5 runter noch. Muss mal Krass. kurz fragen, kurz. Alexa? Hallo? Alexa? Temperatur. Im Augenblick liegt die Temperatur bei 10 Grad 10 Celsius. Grad haben wir. Heute Abend wird eine Ja, Tiefsttemperatur von Tiefsttemperatur? 3 Grad 3 Grad, erwartet. sage ich ja. Hä, mein Headset ist ausgegangen, oder? Test, Test, hallo. Ja. Mein Headset ist ausgegangen. Moment, ich muss das gleich wieder anmachen, ich höre dich nicht mehr. Bin gerade hier. Gerade am Zumachen so ein bisschen. So. Ja, ich warte auch mit 11. Also, das Mikrofon ist noch an, aber hältst du das aus? Muss mal kurz das mal anstecken hier. Also, Windows 11 hat mich nicht überzeugt. Ja, über 18.000 Einheiten im Vollausbau. So, ich habe es zumindest schon mal wieder angesteckt. Ich dachte nur, das hat Empfang verloren auf dem Weg. Achso, ich glaube, es war wieder an. Das hatte. Okay. Aber Jens hat nichts gesagt. Deswegen, ich habe ja keinen Ton hier. Jetzt muss ich es wieder. Ich habe es wieder ausgemacht jetzt. Null. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es an- oder ausmache. Es piepst so komisch. Muss man irgendwas laufen lassen nebenbei. Ist denn hier diese komische Musik? Ja, hörst du mich? Nee, okay, ich höre dich auch nicht, Jens. Ich sehe dann, dass der Licht leuchtet. Okay. Muss kurz warten. Ich muss, glaube ich, eine Sekunde laden. Ich muss, glaube ich, eine Sekunde laden. Aber ich habe hier mein Kabeldings, ja, aber egal was. Moment. Sag mal was. Hallo? Nee. Hä? Ich tue das dann auf und aber das geht irgendwie aus an. Tut. Jetzt höre ich's. Okay, jetzt geht's. Alles klar. Super. So. Alexa? Temperatur. Im Nur Augenblick liegt Lautstärke die einstellen. Temperatur bei 10 Grad Celsius. Aha. Heute Abend wird eine Tiefsttemperatur von 3 Grad erwartet. Okay, ich muss nur die Lautstärke einstellen. Deswegen habe ich kurz Alex um Hilfe gebeten.
TFS 4090 in einer 1000. Ja. Oktober, November, genau. Ist irgendwas Neues hier nie, oder? Zweimal FPS bei Flugsimulator, drei bei Port. Ja, so ein altes Spiel tun sie mit reinnehmen. Jens, was soll denn das? Die tun wirklich bei Portal? Ein Spiel, was damals, es gab noch kein RTX, hatte, sagen die, auf einmal ist es mehr Performance bei Portal? Echt? Das ist irgendwie aufregend. Ja, ohne Scheiß. Dann tun sie einem Spiel, was 100 Jahre alt ist, RTX dazu, was auch gar nicht dafür gemacht ist, und dann, ja, es geht ja langsam. Mit der neuen Grafikkarte geht es zufällig dreimal schneller. Ah, deswegen bin ich auf den Scheiß. Das ist halt der Vergleich zum Vorgänger, ne? Ja, also hier wird es halt nochmal genau aufgelistet. Eine Rasterleistung halt doppelt und bei Raytracing und alles bis zu viermal. Ja, ja, sehe ich. Was ist denn Razer X? War das Razer X? Ich dachte, das ist nur so eine scheiß Präsentation. Ich dachte, ich will das spielen, das ist ein geiles RC. Wird mal wieder Zeit für so ein scheiß RC-Spiel? Was für ein gibt? Radio Controlled. Das gibt's wirklich? Ich dachte, das ist nur für die Präsentation. The fuck? Ich hab kein Durchspiel. Razer X sagt mir nichts. Scheiß auf Bauer, Razer X Main. Razer X. Motocross, ja. Oha. Da gibt's auch eine Band, die heißt so. Wo gibt's denn das? Ist das ein Spiel hier? Ich weiß nicht. Es gibt zu viel, was Razer X heißt. Ich hab Steam nicht offen hier. Game. Xenon Racer? Meinen die das? Nee. X-Racer? Heißt das? I don't know. Racer X heißt das. Ah, Racer X Realtime Simulation Demo. Ach so. So eine Demo noch, oder? Ja, ja, das sind die typischen Nvidia-Demos, so wie Marble und sowas. Ja, okay. Das ist da. Dachte ich mir, ist ja auch da richtig. Ich dachte, das ist ein Spiel. Okay. Ja, dann bis macht zu das 18.000 Sinn. Im Vollausbau. Ja. Oder etwas über 18.000. Wer im Vollausbau? Die Kerne oder was? Ja, im Vollausbau sollen die über 18 haben. Ach, bloß. Warum haben sie dann schon 16.000? Ich hab doch gesagt, die haben doch schon nur 18.000. Eine Scheiße. Wieso machen sie nicht 14.000 und dann die 18.000? Ist doch scheiße, oder? Wieso immer so nah am Vollausbau? Die wollten wirklich richtig in die Vollen lang, habe ich den Eindruck. Ja, aber hat doch die TI kein Potenzial mehr. Ist doch schon fast voll dann. Also wenn du siehst, von der 12er auf der 18er, 9.000 und 16.000, lol. Und dann ist die TI dann nur 18er statt 16? Ist doch bescheiden. Ja, die Kerne sollen auch schneller sein diesmal. Das erklärt auch, warum die bei den 80er-Karten nicht so wirklich viel mehr sind. Ah, hier steht es ja, dass die 12 GB kommt nur bei den Customers. Die können sich das ja anscheinend aussuchen, wie die Starke sein soll oder was. Okay. LOL. Das habe ich gar nicht mitbekommen. In puncto Schnittstellen werden so manche Erwartungen enttäuscht. Denn weder PC Express 5.0 noch der neue Visa Standard DisplayPort 2.0 werden bei der RTX 4000 geboten. Stattdessen kommen weiterhin 4.4. Gut, die Bandbreite von PC Express 4 werden sie sowieso nicht erreichen. Das ist scheißegal. Ja. Aber die Anschlüsse halt. DisplayPort 2 wäre doch schon. Aber ich weiß nicht genau, wie hoch geht ein DisplayPort 1.4. Also HDMI 2.1 weiß ich ja 4K 120 Frames. Hertz, genau. Und wie hoch ist denn DisplayPort 1.4? Wie hoch geht das? Ist das auch 4K 120 oder ist das höher? Ist das nicht 8K 60 oder wie ist das? Ja, auf jeden Fall mindestens 8K kann es. Das ist klar, aber wie viel? Ich guck gerade. DisplayPort 1.4. 8K mit 60, 12-Bit Farbtiefe hat 2.0 und 1.4 hat.
Doch, Samsung. Ich hatte es ja doch gut in Erinnerung mit Samsung. Nee, auch. Also selbst 1.3 hat 8K 60 Bilder. Aber wo gibt es 120? Gibt es 4K 120 bei so Display vor Ort? Muss ja. Selbst 2.0 hat nur 60. Ja, aber bei 4K? Das steht hier nicht. Siehst du, ich hatte doch vorhin gesagt, Samsung-Anfertigung ist nicht, die 3er Reihe Samsung. Das habe ich doch irgendwie richtig gehabt im Hinterkopf. Und die ist nur 4 Nanometer, nicht die 7, wie Olum vorher sagte. Ja klar, 4. Die 9 haben 4. Ja, ich dachte, die alte hat vorhin Olum geschrieben, hat 7. Die alte hatte 8, hatte ich gesagt. Von Samsung. Ja, genau, krass. Wow. Das ist ja das, was ich dir ganz vorhin geschrieben hatte. Das alleine deswegen erwarte ich einen Riesensprung. Moment, warte mal. Wo ist meine Fernbedienung? Beamer geht gleich aus. So. Wieder. Genau, von 4 auf 8 ist halt schon enorm. Das ist nicht nur das Doppelte, das dürften sogar noch mal eine ganze Ecke mehr als das Doppelte sein. Was ich halt heftig finde, hier steht, also die 3080, also die 4080 ist ja 2 bis 3 Mal so schnell wie die 3080 Ti. Ne? Oder, ja. Oder sagen wir 3080, ist ja egal jetzt wie. Die 3080 hat 30 Teraflops und die 4080 hat 48,8. Da ist doch niemals 2 bis 3 Mal. Ja, das geht noch für die Große, denke ich. Ja, die Große ist ja das. Genau, die Große hat diesen Riesensprung. Ja, ist normalerweise auch immer so. Umso kleiner die Karten werden, umso weniger ist der Sprung von der alten zur neuen. Boah, das aber, macht schon. Aber die 3090, die 4090 ist ja krank. 40 zu 82. Oha. Ich finde, die haben die 90er fast ein bisschen, beziehungsweise die 80er fast zu klein gemacht, wenn ich mir die 90er ansehe. Die ist einfach zu stark. Also die 90er jetzt schon. Boah. Also wenn es nach oben nur bis 18.000 gehen sollte, ist sie zu stark. Das ist ja schon die 4090 Ti. Weiß es halt nicht, ne? Vielleicht wissen die mehr als wir jetzt und haben sich gedacht, wir müssen drauflegen, und zwar richtig. Aber das ist ja so weit weg von allen anderen Karten. Weißt das du, ist das auf ist jeden Fall komplett anders. Also, das muss ich schon sagen, ja. Kranke Scheiße. Das ist ein schöner also der Artikel Takt, hier. Vor allen Dingen der Takt auch fast 1 Gigabyte mehr, ne? 1 Gigahertz und das. Ich glaube, da hätten sie sogar noch höher drehen können. Also. Das ist ein oder? Sprung. Weißt du, warum vielleicht? Warum die das so machen mussten? Ich kenne mich da nicht so aus, wie das mit der Multiplikator ist, wegen der Speicheranbindung. Du musst ja bestimmten. Die Speicheranbindung hat ja irgendeinen Multiplikator mit dem Speicher an sich. Ne? Genau. Du musst ja genau. Das irgendwie so machen. Das mal das ergibt das, was auch immer. Und vielleicht geht das ja nicht viel anders, oder? Weil du hast bei der 480 hast du 256 und du hast hier genau. 384, musst du vielleicht machen wegen 24 Gigabyte. Ja, das haben die schon immer gemacht, die und, großen Karten mit 384. Ja, das genau, und vielleicht deswegen müssen sie auch diese Kerne so rein, ich weiß nicht genau. Ich kenne mich da technisch nicht so aus, aber irgendwie kann vielleicht damit zu tun haben, aber trotzdem wirkt ja zu krass. Die Kerne sind davon unabhängig eigentlich. Ja, müssen nicht bestimmte Kernanzahl sein, dass es überhaupt die Speicher bedienen kann oder so? Nee, oder? Nee. Ist nicht zugeordnet, die Speicher mit Kern auch noch? Nee? Der Speicher ist nur mit der Bandbreite und dem Durchsatz verbunden und dem Takt. Aber die Einheiten sind extra. Die haben damit nichts zu tun. Die hätten sie auch noch weiter runternehmen können. Die Einheiten werden ja im Grunde genommen nur abgeschnitten. Okay, aber also ist die 4090 doch die Endgrafikkarte schon fast. Ich gehe davon aus, dass die eine Ti bringt. Bis gleich, Julia. Die halt annähernd 18.000 haben wird. Das ja, wird das nicht mehr so viel mehr sein. Ist doch wieder so ein kleiner die Update, Alter. Ist ja kacke, ey. Also, ich finde das schwierig. Oder? Also die schmeißen natürlich noch eine 380 hinterher und die wird halt näher an die 390 ranrücken.
BTI. Da ist halt ein, genau. Und da ist halt eine Riesenlücke. Ja, ja, das auf jeden Fall, haben wir ja gesagt. Genau, krass. Das haben die sich offen gehalten. Also was mich halt wirklich massiv stört, ist halt, dass sie einfach zwei 480 Karten bringen. Das finde ich ein bisschen doof. Ja, habe ich ja gesagt von Anfang an. Ja. Ich meine, eigentlich stört es mich nicht. Ich kaufe die sowieso nicht, aber... Da musst du aber jetzt. Jetzt, da sie es so rausgebracht haben, musst du sie kaufen. jetzt führt kein Weg dran vorbei. Ja, vielleicht machst du mal dein WoW an, sonst läuft dir Voodoo weg. Ja, ist mir doch egal. Ist doch schon an, ich bin Warteschlange. Muss warten, weil zu viele spielen. Oh, okay. Wunder braucht man nicht für voll nehmen, der ist unter 2 Promille ist in dem Chat. Okay, boah, okay, dann ist es doch zu viel, alles gut. Dann ist es doch zu viel, ja, okay. Also theoretisch, nehmen wir mal an, man hätte sich die 3090, die ich jetzt gekauft, so für 1,3 oder so. War sie ja, glaube ich, so 1,3, 1,4. Und würde sich denken, boah, scheiße, hätte ich gewartet. Achso, ist ja der Preis sowieso hier. Hätte ich gewartet, hätte ich mir die 4090 gekauft für das Geld. Stimmt ja nicht. Die wird locker 1000 mehr kosten. Weil du kriegst dann, also die Founders Edition kriegst du ja nicht so einfach, ne? Also, ich sag mal, die sich die 3090 die gekauft haben. Jetzt aktuell 1300 sehe ich hier. Genau, sind fein damit. Weil die müssen noch ein Tausender drauf tun für die 4090. Wo sie sich natürlich ein bisschen ärgern, wenn sie hätten sich vielleicht die 4080 holen können für den gleichen Preis. Ne? Mhm. Und hätten... Ja, fast es ist nicht viel schneller, ne? Wenn du hier siehst, 3090 Ti gegen die 4080 16 GB. Hast du 40 gegen 48 Teraflops. Und die 12 GB ist ja so schnell wie 3090 Ti. Also ich finde, wenn man jetzt 3090 Ti hat, ist es halt nur doof, weil man sich nicht die 4090 gekauft hat, aber die ist noch ein Tausender mehr. Also ja. Müsste man jetzt denken, nicht das sind Founders-Preise. Also die 4.8er wird jetzt erstmal vermutlich auch so um die 1.8 landen, nehme ich mal an, ne? 5, 6, 7, ja, 4, 7, 4, 8. Ja. Also die werden das schon so staffeln, dass auf jeden Fall der Aufpreis sich, dass da schon noch was draufkommt. 1, 0, 7, okay, krass. Ja, ja, bestimmt. Ansonsten hat sie mehr RAM. Nee, okay, nicht auf der verglichen. Ja, gut. Ich würde jetzt vergleichen die mit der 4090 gegen 3090 Ti. 40 gegen 82 Teraflops. Aber auch ein Tausender mehr. Diese Preise sind hier nicht so. Das ist halt Founders Edition hier. Also ja, ich sag hier wird mal. Straße und Founders gemischt, das ist nicht ganz fair. Ja, ich würde sagen, die kostet 2,2. Also ein Tausender musst 2,3 zahlen für eine 4090 und du hast 1,3 die 3090. Ich würde immer noch die 3090 holen. Ja, weil Tausender mehr, gut, es ist die doppelte Leistung, aber, 2000 ist 2000 für eine Grafikkarte, 2,3. Ja, diese Karten sind aber nicht für Leute, die auf Geld achten. Also, ja, klar. Die entweder in Raten oder sonst irgendwas. Das ja. ist. Das ist auch klar, Fritz, ja. Das ist. Dass sie halt jetzt so sind. Aber man vergleicht da eigentlich mit hier und jetzt theoretisch. Das ist ja klar, man vergleicht ja mit hier und jetzt. Und wenn du dann mal ganz nach rechts auf die 70er-Karte guckst, dann überlegt man sich schon doppelt und dreimal, ob man das machen sollte, oder? Naja, das ist ja natürlich, doof. 20. Wenn du für die paar Frames mehr dann am Ende des Tages viermal so viel zahlst. Aber auch heftig, ne? Die 3070, 20 Teraflops und die andere 40 ist schon... Also im Endeffekt muss ich ja sagen, sie haben das gehalten, was die Gerüchte gesagt haben. Eigentlich von Anfang an fast, dass die Grafikkarten doppelt so schnell sind. Und zwar 3090 Ti ist doppelt so schnell wie die
so langsam oder 4090 doppelt so schnell wie die 3090 Ti. Das hat dann schon gestimmt. Obwohl sie immer gesagt haben, dass die 4080 doppelt so schnell ist gegen die 3090. Wobei, wir müssen aber auch so ehrlich sein, Nvidia hat das ja selber in ihrer Folie auch gezeigt, dass die nächste doppelt so schnell sein wird. Ja, ja, also klar. Das hat ja Nvidia die ganze Zeit angepriesen. Ja, aber ich dachte immer, die müssen es ja so anpreisen. So, marketingtechnisch. Das ist klar, Fritz, ja. Bei solchen Sachen, finde ich, sind die eigentlich relativ ehrlich. Also ich glaube nicht, dass Leute wie Nvidia oder Intel sich das nochmal so leisten können, dass die irgendwas behaupten und dann am Ende des Tages das nicht rauskommt. Aber man weiß ja, dass man immer so ein bisschen übertreibt. Das ist ja so immer so. Sogar, es ist halt, man muss es ja nicht Scam nennen, man könnte es so ein bisschen Clickbait nennen, so eine Mischung aus beidem, so ein bisschen mit Humor halt das Ganze sehen. Ja, genau, natürlich. Humor. Genau. Ja. Aber letzten Endes, sie ist ja auch nicht ganz doppelt so schnell, sondern dann sind es ja eigentlich jetzt nur, was haben wir vorhin gesagt gehabt, 90% oder was es waren? Ja, 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 genau. Beim Simulator. Es ist okay. Ja eher ein Target, ne? Es ist ja okay, ein Target, ja. Dass sie sich zielen und ja, die, sie haben es mehr oder weniger erreicht. Mhm. Fritz, die 4K 120 Hertz sind, glaube ich, aktuell echt okay vom Preis. Die kosten 699, glaube ich, oder so. Aber mehr als 120 Hertz 4K hat die eh keiner. Oder gibt es die, glaube ich, gar nicht, oder? Genau, das ist nur ein Target und sie haben es, finde ich, erreicht. Also, wenn das jetzt stimmt, was da steht. Aber immerhin, die reine Leistung an Teraflops haben sie erreicht. Ja, und weißt wenn man du? Das alles mal im Durchschnitt nimmt, ne, mit den DLSS und dann noch mit dem Raytracing dazu, dann sind sie halt locker flockig, das Doppelte. Ja, ja, wenn, klar. Wenn klar. du die ganzen Funktionen dazu nimmst, kommt das vermutlich auch bei der 480 noch ganz gut hin. Mhm. Die kleineren Karten werden nicht doppelt so schnell sein. Das waren die aber auch noch nie. Das können wir, glaube ich, nicht erwarten. Bei der letzten Generation zum Beispiel, die 60er-Karten waren nicht so schnell wie die 70er von der Vorgeneration. Kamen in eine Richtung, aber so ganz ran kamen sie nicht. Aber gut, es reicht. Wir müssen mal bedenken, wie schnell ist eine PlayStation? Die hat seine 11 Teraflops oder was die hat. Schon krass, was das für eine Scheiße das ist. Ne, die PlayStation. ich würde mich so schämen. Ich würde einfach... Oh. Aber oder? Ich bleibe dabei. Ne? Ich persönlich... gucke als PC-Spieler fast neidisch auf die Konsolen. Weil ich habe für meine popelige 630 Ti eine PlayStation gekauft. Ich habe so viel bezahlt wie für eine PlayStation, richtig. Ja. Und da ist noch kein Netzteil, keine Maus, keine Tastatur, nichts dabei. Also, wenn man mit einem Gamepad spielen kann, ist man einfach bei einer Konsole so viel besser aufgehoben als auf dem PC. Wie stark ist denn so eine 3060 die Ti, die du hast? Weil die 3070 ist 20,4 Flops, Teraflops. Die 3060 Ti ist, ich glaube... Aber man muss auch sagen, die PlayStation hat schon, oder die Xbox ist, wir sind ja ziemlich gleich, stark, bei Xbox ist ein bisschen stärker noch, ist ja auf jeden Fall, die schafft halt das nicht. Die schafft keine 120 Frames hier. Die kämpfen ja noch mit diesem 60 Frames überhaupt. Ja. Im Performance-Mode kriegen die das hin. Aber in höherer Auflösung.